Es ist der 8. April 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der begrüßt euch ganz herzlich in dieser nachösterlichen Woche, wo vielleicht einige noch in Osterurlaub sind. Ich wäre auch gerne in Osterurlaub, aber ich musste schon wieder arbeiten. Aber arbeiten ist ein anderes Thema. Wir wollen ja heute Abend hier genau eben nicht arbeiten, sondern es uns gut gehen lassen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich die Sendegärtner, die üblicherweise mit am Tisch sitzen, zum Beispiel den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und den lieben Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Auf die Claudia müssen wir heute verzichten, die ist anderweitig verpflichtet. Aber wenn sich... Wenn wir uns nochmal erinnern an die letzte Ausgabe, wo wir ja über das Geschlechterverhältnis im Sendegarten gesprochen haben, ne? Dass wir mit, also wir drei Jungs gegen Claudia ist 3-1 und das ist kein gutes Verhältnis. Und dann sagte Claudia, ja, Frauen vor. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn jemand Lust hat, sich vielleicht hier als Teammitglied, Sendegärtner, Mitglied, Sendegärtnerin zu beteiligen, bitte gerne, die Türen stehen offen. Und zu meiner allergrößten Überraschung, gibt es tatsächlich jemanden, der dieses Angebot angenommen hat? Guten Abend, Vera. Hallo. Hi, das ist total klasse, dass du gesagt hast, jo, ich mach da mal mit. Das jo. Ist total irre. Na, mal sehen, warum? Wie es mir hier gefällt. Warum, ne? Machst du, warum machst du das? Weil ich den Sendegarten mag und euch. Und dann ist das gar nicht so schlecht vielleicht, ne? So mal alle 2 Wochen was zu tun zu haben. Oder so. Ja, du hast ja sonst auch zu tun, aber, genau, aber ich weiß, dass du gehörst ja zu der Crew, die uns regelmäßig auch live begleitet hat, sowieso als Zuhörende, aber jetzt hast du sozusagen die Seite gewechselt. Genau, mal gucken, wie es wird, ne? Es wird großartig, gar keine Frage. Ja. Wer vielleicht jetzt sagt, die Stimme, die habe ich doch schon mal gehört, ja. Ist eine Weile her, aber in der Ausgabe 81 war die Vera schon mal zu Besuch. Da hat sie aber auf der Gartenbank gesessen. Da haben wir sie als Gästin da gehabt, ausgefragt, vor allen Dingen ja auch zu den Küken. Vera ist die mit den Kükenbildern. Ein Bild zu jedem Thema ist da ein Motto, ne? Genau. Mhm. Man findet tatsächlich sogar zur, was war denn dieses Bild, das du letztens noch gehabt hast, das war die Zeitumstellung, ne? Genau, zur Sommerzeitumstellung gab es auch ein Bild. Ja. Ein Bild zur Zeitumstellung Winter und eins andersrum. Wenn die Uhren zur anderen Seite gestellt, dann. Aha. Weil die. Wenn man die Möbel wieder reinstellt. Mit Bollerwagen die Uhren von der Winterlandschaft zur Frühlingslandschaft und zurück. Ja, ist eine schöne Idee. Aber das hat ja mit der Sommerzeit jetzt nicht so funktioniert. Gestern hat es hier geschneit, in der Sommerzeit. Ja. Also das kann ja, da stimmt ja was nicht irgendwie. Irgendwas ist kaputt. Ja, ja. Ist kaputt. Naja, jedenfalls in der Ausgabe 81 kann man nachhören, wer die Vera ist. Deswegen reden wir heute gar nicht so viel über dich. Du bist ja jetzt auch nicht Gästin, sondern Sendegärtnerin, Redaktionsmitglied sozusagen, auch noch ganz frisch. Du bist jetzt einfach da und dann gucken wir mal, was passiert. Aber wir haben deswegen eine leere Gartenbank und haben so ein bisschen Gelegenheit, auch mal wieder so ein bisschen über uns selber zu philosophieren und nachzudenken. Und vielleicht wird das ja ein ganz lustiger Gedankenaustausch. Vielleicht sind wir aber auch nach einer halben Stunde fertig. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich bin heute etwas planlos. Habt ihr Pläne? Sebastian, hast du einen Plan? Hast du ein volles Querbild mitgemacht? Nee, da muss ich diesmal passen. Das habe ich letztes Mal schon alles erzählt. Ja, Mut zu keinem Querbeet. Auch so lang geworden. Bitte wie? Lars, bitte was? Mut zu keinem Querbeet. Ja. Kann man haben. Wozu hast du denn Mut, Lars?
Ich bin eigentlich ein feiger Schisser, also ich habe da fällt mir nichts ein. Das heißt, du hast Termine vorbereitet. Hast keinen Mut zu keine Termine. Termine habe ich vorbereitet, ja, ich bin feige. Ja, ich wollte ja eigentlich heute Mut haben zu keinem Sendegarten, aber dann habt ihr gesagt, nö, wir wollen Sendegarten haben. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich die ganze Woche so mit so wenig Leuten hier Kontakt habe, dann ist es mir auch eigentlich vielleicht ganz, tut es mir ganz gut, wenn ich wenigstens einmal in der Woche so einen längeren Austausch habe, hier mit Freunden und freundlichen Leuten rede. Das ist vielleicht sogar ganz gut. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so richtig in Stimmung bin. Ich könnte jetzt viel über die besondere Situation, in der wir alle stecken, über die wir aber nicht reden wollen, sagen. Aber da das im Prinzip ja alle betrifft, hat es auch wieder keinen Sinn, dass ich jetzt hier rumheule. Also Zähne zusammen und durch. So. Wie geht es denn so allgemein so? Wie ist so die Stimmung? Wie ist die bei dir? Wie die bei mir ist? Gut. Also ich habe bei der Arbeit Dinge geschafft, ich war schneller fertig als geplant, das heißt, dass ich morgen frei habe. Ach. Und deswegen geht es mir gerade. Bist du ganz entspannt hier? Ja, ganz entspannt und endlich Dinge auch erledigt, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Und traumhaft. Das ist ein schönes Gefühl tatsächlich, so mal Dinge wieder geschafft zu haben, die lange liegen geblieben sind. Genau. Deswegen habe ich gerade, bevor wir hier angefangen haben, noch gespült, um wenigstens ein bisschen von diesem Gefühl zu haben. Ja, sehr gut. Die Küche sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Jetzt geht es schon besser. Aber ich habe auch gedacht, ich muss irgendwas, dienstlich bin ich heute kaum einen Schritt vorwärts gekommen, aber ich habe gedacht, irgendeinen positiven Aspekt neben dem Sendegarten muss doch dieser Tag noch haben. Und dann habe ich gedacht, dann spül mal. Und tatsächlich fühlt sich gut an. Auch meine Finger, die haben gebadet im Geschirrspülmittel. Ja, genau. Sie baden gerade ihre Hände darin. Das die war heutige Werbung, Folge ne? des, die heutige Folge des Sendegartens wird Ihnen präsentiert von Spüli 2000. Ja, Spüli 2000, damit kannst du doch niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlocken. 2000 ist 21 Jahre vorbei. Das geht nicht. Da muss was Neues her. Ja, da findet man was Griffiges. Jetzt sagt er nichts mehr. Erfinde doch mal eben was. Wir können hochzählen, also 4000 ist ja eigentlich... Ja. Okay. 3000 Spüli vielleicht? 21. Ja, Verdopplung muss ja schon sein. Muss ja schon doppelt so besser sein wie das Vorprodukt, oder? Oh ja. Ja, ja. Ist mehr als mehr doppelt du, so genau. gut als das vorangegangene. Ja. Reiner als rein. Ja. Okay, also Vera hat einen guten Tag gehabt. Sie hat Dinge erledigt und abgeschlossen und kann sich jetzt ganz gemütlich unter der Decke auf den Feierabend und auf die lange Sendegartennacht freuen. Super. Okay, ja dann. So. Ich kann morgen und bei dir, Lars? Wie ist es bei dir? Kannst du morgen auch ausschlafen? Nein. Ich muss mal eben husten, Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Wie es bei mir ist, ich bin in Umzugsvorbereitungen. Das ist gerade tierisch viel Arbeit, aber sehr viel Vorfreude im Spiel. Das wird hoffentlich alles sehr cool. Und ich habe es gewusst. Du hast es gewusst, ja, tatsächlich. Ich hab's gewusst, ja. Was hast du gewusst? Das erzähl mal selbst. Also, es war so, ich habe quasi live mitgekriegt, nicht live, aber die Enttäuschung, dass die beiden das Holzhaus nicht bekommen haben. Und am gleichen Tag habe ich meiner Schwester eine Sprachnachricht geschickt, wo ich fast prophezeit habe, dass ich das so im Gefühl habe, dass die beiden das Holzhaus doch noch kriegen. Also dass die den Zuschlag bekommen haben, noch abspringen und sie dann quasi den Anruf kriegen, hier
ihr seid jetzt wieder im Rennen, wollt ihr das Haus haben. Und genau so ist es gekommen, tatsächlich. Ja, aber wirklich, dieses, wenn man diese Sprachnachricht hört, die ist so prophetisch, das ist wirklich extrem verblüffend. Also, ja, aber ich hatte es ist genauso gekommen. Ja, es ist genauso gekommen, ja. Ich hatte es tatsächlich wirklich im Gefühl. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass die beiden das Holzhaus jetzt nicht kriegen. Das kann so nicht sein. Ja. Tja. Wenn ich jetzt sage, Vera hat das zweite Gesicht, dann ist das wahrscheinlich wieder so ein Zwillingsspruch, ne? Genau. Also dann geht das. Das geht in dem Fall nicht gut aus. Aber ist doch total schön, wenn man dieses, also quasi der Fisch, der schon am Haken war, ist wieder in den See gesprungen und man hat ihn aber dann wieder herausgezogen. Das ist doch total schön. Ja, und das war eben unser Favorit. Und dass das nach Wochen plötzlich eine Mail kam, wo drin stand, hey, wollte vielleicht doch noch. Das war wirklich sehr, sehr überraschend, sehr unerwartet und sehr schön. Und von da an ging das so, alles sehr schnell. Ja. Sagt man nicht Katzen nach, dass sie sich ihre Besitzer aussuchen? Meinst du, das ist ein Katzenhaus? Ein Mietshaus? Es ist ein Mietshaus. Ein Mietshaus, ein Mauhaus. Ja. Sehr schön. Ja, also auf jeden Fall haben wir den Schlüssel jetzt seit fast einer Woche und ich fahre am Sonntag wieder rüber und bleibe dann erstmal da, um Dinge vorzubereiten für die Handwerker, die dann in Kürze hoffentlich in Scharen in das Haus einfallen, damit das Ganze schnell fertig ist. Und ich nehme im Moment mal an, dass der nächste Sendegarten meinerseits aus dem Holzhaus stattfindet. Wow. Genau, eben nicht aus Mauern, aus Holz. Ein Mietshaus aus Holz. Genau. Im Chat wird gerade geschrieben, ein Mietshaus aus Mau. Aber so, ja. Au. Ich verstehe, das mit dem Wortspiel, ja, mit dem Mau, das kommt jetzt nicht hin. Verstehe. Das ist ja sehr, sehr schön. Also so Vorfreude ist natürlich eine tolle Sache. Ja. Auch wenn da so die Arbeit, ich stelle mir die schon nicht ohne vor. Also umziehen ist so ungefähr das Allerschlimmste, was man mir antun kann. Obwohl inzwischen habe ich mich so reduziert, das könnte vielleicht sogar überschaubar sein. Also früher, als ich noch viel Krempel hatte, war das furchtbar. Also das haben wir jetzt eben in den letzten Monaten, seitdem wir wissen, dass wir umziehen wollen, haben wir das auch schon mal gemacht, durch Keller und Dachboden uns durchgestöbert und haben schon tierisch viel abgegeben, verschenkt, verkauft. Hab ja auch was verkauft. Juhu. Schlicht, ja, tatsächlich. Oder eben auch schlicht entsorgt. Ich habe das sehr angenehme Gefühl, dass wir kaum Ballast mitnehmen. Also kaum Zeug, das wir nicht wirklich behalten wollen. Das ist ein ziemlich cooles Gefühl. Ich glaube, das ist der langwierigst vorbereitete Umzug, den ich je gemacht habe. Von daher, wir übernehmen ja eine Küche, die ist schon da. Das Bad ist zwar altmodisch, aber man kann es benutzen. Das heißt, wenn ich dann am Sonntag drin bin, kann ich da eben wohnen. Das ist, mal cool. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen, musst du da Camping machen sozusagen, aber es ist im Prinzip teilmöbliert, wenn man so will. Ja, es ist natürlich im Moment sehr reduziert, weil es gibt halt kein Sofa, also das Wohnzimmer ist eine leere Halle, aber das wird sich alles finden in den nächsten Wochen. Du hast doch eine Karpfenliege, die könnte doch da wunderbar stehen. Ja, das Auto ist nur immer so voll, dass ich für das Ding keinen Platz habe. Aber du schläfst nicht auf dem Boden oder musst du dann auf dem Boden schlafen? Wir haben zwei eingerollte Matratzen mit rübergenommen. Mit dem Möbelkauf für letzten Samstag war ein extremes Desaster. Es ist vollkommen fehlgeschlagen und da konnten wir zwar nichts für, aber es war trotzdem, hat die Sache ja trotzdem nicht verbessert. Das heißt, wir haben jetzt die Möbel so bestellt bei einem großen bekannten Möbelhaus, dass die dann per Spedition kommen, was aber deutlich länger dauert. Ja, da muss man halt ein paar Wochen noch reduziert weitermachen. Ist halt so. Ja. Oh, es geht schon. Also kann man ja überleben. Also ich habe das hier auch gehabt, jahrelang. Was heißt jahrelang? 2 Jahre, glaube ich, habe ich auf Behelfs D
Dingern geschlafen. Die unter dieser Beanspruchung auch gelitten hatten, sagen wir es mal so. Ja. Keine Details. Das wäre mir so unangenehm. Aber super. Also ich habe ja persönlich das Gefühl, die Tatsache mit dem Haus, das ist alles noch ganz frisch und das kommt erst alles noch, aber für dich ist das schon so mittendrin. Das finde ich total faszinierend, dass das schon so konkrete Formen angenommen hat. Na gut, die Zusage haben wir im Dezember gekriegt. Das heißt, seitdem laufen eigentlich die Modalitäten, was man alles so tun muss und eben die Vorbereitungen, auch die Suche nach Handwerkern. Im Moment ist es unglaublich schwierig, Handwerker zu finden, die Kapazitäten frei haben. Also die sind im Moment offenbar alle sehr, sehr, sehr ausgelastet. Man hat mir gesagt, dass also für einige Sachen man durchaus 4 bis 6 Monate warten muss. Und das ist natürlich bei uns im Moment nicht denkbar. Drum bin ich froh, dass wahrscheinlich in der kommenden Woche der erste anfängt und in der Woche darauf dann hoffentlich der zweite. Und dann habe ich eine zeitkritische Sache tatsächlich vom Tisch, wenn es so klappt. Also der Rest ist nicht mehr so kritisch. Mhm. Na, wir klopfen auf Holz, ne? Oder ja, auf die Gartenbank. Nun ja, aber es geht ja nicht um das Haus hier. Nee, ich habe nur gefragt, wie es dir so geht. Ja, aber es war jetzt schon etwas länglich jetzt. So. Ist halt das Thema, ist ganz, ganz klar. Und bei dir, Sebastian, wie steht's bei dir? Ja, eigentlich alles gut. Also gesundheitlich alles gut und arbeitstechnisch auch. Kann mich eigentlich nicht beklagen. Also das mir geht zwar auch das Thema, was wir nicht erwähnen wollen, ein bisschen auf den Keks, aber das lassen wir ja außen vor. Davon abseits alles gut, tatsächlich. Ja. Also von dem Thema abgesehen, dass uns alle nervt, geht es dir gut. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Gut zu hören. Ja, wir wollen ja auch hoffen, dass das sich irgendwann mal wieder ein bisschen auflöst. Vielleicht Ende des Jahres sieht die Welt schon wieder ein bisschen was anderes aus. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja, gut. Das Thema, dessen Name nicht genannt werden darf, wird gerade im Chat geschrieben. Ja, genau. Ich hatte das gerade schon in der Pre-Show erwähnt. Es gab oder gibt den Podcast, wie heißt der denn jetzt? Ich habe es doch gerade erwähnt. Die Weisheit, okay. Meinte ich so. Der Weisheit, danke. Der Weisheit. Ach, es gibt's doch nicht. Der Weisheit, genau. Da treffen sich 4 Menschen und besprechen auch, wie jetzt heute hier, so beliebige Themen, mehr oder weniger. Und die hatten sich halt auch vorgenommen, dass das Thema, was wir jetzt hier nicht auch ansprechen wollen, auch nicht anzusprechen. Und das war sehr witzig. Da haben sich dann versucht, gegenseitig in die Falle zu locken, dass das Thema eben dann doch irgendwie auf den Tisch kam. Und wer das dann tatsächlich dann auch gebrochen hat, diese Verabredung, der musste dann eine Spende an eine gemeinnützige Organisation geben. Das fand ich total witzig. Also man hat Strichlisten gemacht und für jede Erwähnung musste man irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro oder was, in so einen Topf tun und dann gab es eine Spende hinterher. Das war eine schöne Idee. Großartig. Die Folge heißt, glaube ich, auch irgendwie das Thema, das man nicht besprechen darf. Oder ich kann das nochmal raussuchen. Es war sehr lustig, weil sie sich gegenseitig dann, also es wurde dann plötzlich zu einem Spiel, zum Reinlegespiel und wenn es dann geklappt hat, war so diese diebische Freude, die da dabei entstand, das war einfach großartig. Also das hat eine sehr schöne Dynamik bekommen. Könnte mein Blütenschatz sein, aber ich habe einen anderen. Gut. Okay. So war das gewesen. Um da aus dem Angebot auch nochmal zu zitieren. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch nach der Begrüßung so langsam mal zur neuen Ernte und gucken mal, was da eingekommen ist. Obwohl, wir haben ja letztes Mal mit dem Henning Krause auch unter anderem über Spotify gesprochen und er hatte ja die Hörerschaft aufgerufen, da mal Meinung zu geben. Und wir haben ein paar Kommentare bekommen. Die haben wir uns jetzt für die Gartenbank vorgenommen, um darüber zu reden. Aber es gibt noch eine Information in der neuen Ernte. Die kommt jetzt. Und zwar, wie gerade schon gesagt, Henning Krause war letztes Mal unser Gast und wir haben unter anderem ja über Wissenschaftspodcasts allgemein
über Social Media Kommunikation oder Webkommunikation, Kommunikation 2.0 gesprochen und am Beispiel auch vom neuen Podcast von Hendrik Streeck und Frau Burkhardt, der Hotspot-Podcast zum Thema Corona. Und da hatten wir uns ja die ersten beiden, also Henning und ich, wir hatten uns die ersten beiden Episoden angehört. Wir hatten einen kleinen Ausschnitt gespielt und darüber gesprochen, wie sich das so anhört und wie sich das weiterentwickelt. Und es stellt sich raus, es gibt keine Weiterentwicklung. Dieser Podcast ist nach 2 Episoden eingestellt worden. Es gab diese Woche eine Meldung auf der Medienplattform dwdl.de. Da zitiere ich nur mal eben den Anfangstext. Da heißt es, kein Monat ist vergangen, seit Audio Now einen neuen Podcast mit dem umstrittenen Virologen Hendrik Streeck und Punkt 12 Moderatorin Katja Burkhardt an den Start brachte. Doch nach nur 2 Ausgaben ist Hotspot der Pandemie-Talk schon wieder Geschichte. Offenbar aus Zeitgründen. Also Zeitgründe werden genannt. Würde ich auch machen, wenn ich keine sonstigen Details verraten würden wollen. Ja, ist schon wieder vorbei. Wird meine Neugier bleiben müssen. Ich wollte ja wissen, wie sich das entwickelt, aber keine Chance. Was sagt ihr dazu, Lars? Was denkst du denn dazu? Ich bin da ziemlich meinungsfrei, da ich ihn nicht gehört habe. Und ob es jetzt an der Zeit liegt oder nicht, kann sein. Vielleicht hat es auch andere Gründe. Da ich es nicht weiß, ist es für mich ziemlich müßig, da zu spekulieren. Eine eigene Meinung, da ich nicht gehört habe, ist nicht vorhanden. Ja. Sebastian hatte gerade vorhin beim drüber sprechen gesagt, normalerweise sind solche Sachen doch schon redaktionell geplant. Ne? Wir machen irgendwie, was weiß ich, 25 Angebote, 25 Podcasts und das ist dann offenbar diese Planung Luftnummer, böse. Hat sich in Luft aufgelöst, so ergeben. Ne? So hast du doch, glaube ich, formuliert, Sebastian. Ja, es war jetzt reine Spekulation, ob das so war. Ich meine, es kann ja auch sein, dass sie wirklich gesagt haben, ich meine, der Drosten-Podcast, gut, das ist was Öffentlich-Rechtliches, schwer zu vergleichen, weiß ich nicht. Man weiß da nicht, wie die Verträge sind. Ne? Also insofern, ob es da einen Vertrag überhaupt gegeben hat oder ob das einfach so auf lass uns den mal machen gelaufen ist, dann ist es natürlich auch einfach, den zu beenden. Ja. Ich fand es ja so spannend, dass ich gerade gesagt hatte in der zweiten Episode, dass so das Niveau von Herrn Streeck doch ziemlich hochgegangen ist. Also er hat ja so viele Fachbegriffe benutzt und so weiter. Und ich hatte so das Gefühl, dass die beiden Gesprächspartner, die Frau Kurkert und er, also doch noch eine Weile brauchen, um sich so ein bisschen einzuruckeln. Das wollte ich eigentlich mit Interesse verfolgen, wie das so geht. Naja, ist nichts mehr mit anpassen. Na gut, egal. Gibt ja genug andere. Wir haben ja etliche Beispiele genannt bekommen von Henning letztes Mal und da kann ich auch nur auf die Shownotes verweisen. Wir haben versucht, alles zusammenzutragen, was da erwähnt worden ist. Falls da irgendwas fehlt, bitte gerne in den Kommentaren ergänzen. Ja. Vera, hast du da noch eine Meinung dazu? Mir geht es da ähnlich wie Lars. Also ich habe den Podcast auch nie angehört. Jetzt ist mir der Streeck jetzt nicht so sympathisch, dass ich da jetzt auch reinhören würde. Deswegen, ja, es ist irgendwie nur logisch, dass der nicht mehr weitergeführt wird. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, okay. Es ist nicht so, als hätte ich das nicht erwartet, dass der nicht wirklich angenommen wird oder das wirklich vielleicht Zeitgründe, ich weiß es nicht, aber. Aber es gibt jetzt keine Sprachnachricht, die du an deine Schwester geschickt hast, wo du gesagt hast, da gibt es doch keine dritte Episode. Nein, die gibt es nicht. Wenn es das jetzt gäbe, dann würde mir langsam unheimlich zumute. Nee, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es irgendwie 100 Folgen gibt oder so, aber naja, also naja. Ja, vielleicht sollte ich öfter Sprachnachrichten mit irgendwelchen prophetischen Aussagen verschicken, ja. Auch verschiedene, damit ich immer eine habe, die richtig ist. Das große Kykoskop. Genau. Oh, mir fällt, siehst du, auch morgen muss ich ein neues Thema, ein Bild zu jedem Thema machen. Ja, ich habe da gerade eine Idee. Ah, super. Küken in der Lostrommel und dann wird gezogen und wenn es ein Küken ist, hat man was gewonnen, ja. Sehr gut.
So ungefähr, ja. Ich dachte gerade an die Horoskope. Also es gibt ja Leute, die lesen die Horoskope und bestimmen danach, welches Sternzeichen sie sind. Ich finde das sehr, sehr, sehr praktisch. Also heute bin ich mal vage. Das gefällt mir, was da steht. Großartig, diesen Ansatz. Ja, auf die Idee gut. Muss man auch erstmal kommen. Bitte was? Total gut, sage ich. Ach so, total einfach. Gut, genau. Ja. Ja, hier wird auch schon wieder mit Worten gespielt und Buchstaben Kykos Köp wird da gerade im Chat aus dem Wort Kykoskop gemacht. Übrigens war hier gerade noch die Frage, ob wir auch spontan Themen als Querbeet nehmen. Ich weiß nicht, Sebastian, bist du da offen für oder ja, also, ist dir das nicht geheuer? Es kommt halt darauf an, also, da kann ich dann natürlich eventuell, je nachdem, was das für ein Thema ist, nicht so tief einsteigen und maximal halt nur erwähnen, aber wenn da irgendwas ist, wo ich vielleicht auch was zu sagen kann, gerne einfach im Chat fallen lassen, dann gucke ich es mir mal kurz an und dann nehmen wir es vielleicht noch mit auf. Super. Also, heute ist Wünsch dir was. Wünsch dir was. Wir können über beliebige Themen reden. In bewährter, nicht vorhandener Tiefe. Also nein, eigentlich weiß Sebastian natürlich nicht. Das wäre jetzt wieder ich kann ja nicht von mir auf ihn schließen. Das ist natürlich falsch. Du kennst dich ja wenigstens aus. Du weißt, was du tust. Im Gegensatz zu mir. Okay, also Hotspot ist kalt geworden. Ja, vorbei. Und dann kommen wir jetzt einfach mal richtig auf die Garten. So, auf der Gartenbank ist heute der Sendegarten. Also wir gucken mal wieder auf unsere Bauchnabel und drehen uns um uns selber. Das ist doch eigentlich auch gelegentlich mal ganz, ganz hübsch. Ich will nochmal wiederholen, Vera ist jetzt da. Also Vera kommt jetzt öfter. Die ist eigentlich immer da. Hallo Vera. Hallo Vera. Ich muss arbeiten, aber sonst bin ich immer da, ja. Du bist die immer da, außer Arbeit. Ja. Genau. Das ist sehr mutig. Und schön. Ich finde das großartig. Damit haben wir dann ein Team von 3-2. Das ist doch schon mal, damit kann man doch leben. Claudia freut sich ja auch. Die kann heute Abend nicht, obwohl sie da irgendwie einen Paralleltermin hat. Der kommt, das ist auch eine Serie von Terminen, das passiert immer mal öfter. Das ist aber nicht so, dass sie hier absichtlich davongelaufen ist, sondern im Gegenteil. Sie hat sich ausdrücklich für dich oder mit dir und mit uns über dich so rum gefreut. Richtig. So. Was verbindest du mit dem Sendegarten, wenn du so an den Sendegarten denkst? Ich denke an das Tanzen, wenn die Melodie losgeht. Und ich seit ein paar Wochen, Monaten sitze ich eigentlich immer auf der virtuellen Sendegartenbank im Sendegate Work Adventure. Da sitzen wir dann am Lagerfeuer. Nee, und sonst verbinde ich halt Spaß irgendwie mit dem Sendegarten. Und euch natürlich. Ist denn da dann viel Interaktion? Also wenn ihr da gemeinsam sitzt und zuhört, kommentiert ihr dann auch das Gehörte gleich wieder live? Oder habt ihr das kommentiert? Jetzt hast du ja keine Zeit mehr dafür. Jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür. Nee, also ab und zu schreiben wir dann was im Chat, aber wir muten uns alle dann. Und dann sitzen wir da und haben die Kamera auf uns gerichtet und hören den Sendegarten gemeinsam. Aber gemutet. Mit Bild, ja, das ist mit im Jitsi sitzen wir dann. Und dann ist es immer sehr spannend, wenn irgendwas Witziges gesagt wird, was ich sehr witzig finde und dann lache und dann gucke ich mir die anderen an, die irgendwie keine Miene verziehen. Finde ich irgendwie. Das kenne ich aus meinen Sitzungen ja. Auch. Genau, nee, also wir sitzen da tatsächlich so richtig schön mit Bild, aber ohne Ton. Und im Chat dann halt. Und ja, Inga schreibt ja, wir empören uns hier keine Interaktion. Ja doch, also es gibt Interaktion, aber jetzt keine lautsprachliche. Ah ja. Ja, ist ja eine Videokonferenz, genau. Genau.
Also was wir jetzt machen, hier ist eine Videokonferenz ohne Bild und ihr macht dann eine Videokonferenz ohne Ton. Ist auch schön. Genau. Nee, und vorher natürlich vorglühen und ja, also bevor es losgeht, haben wir die Hintergrundmelodie, haben wir dann, deswegen fragen wir immer, wann die, ob die Musik endlich startet. Die machen wir dann immer an und dann freuen wir uns. Ich kenne die gar nicht. Also ich kenne nur die ersten paar Takte. Diese eingängigen da, da, da. Ne? Also das ist immer, was ich hier höre. Ist das die Musik oder gibt es da noch eine andere? Das ist die, genau, ist die Musik und die geht halt noch. Von Martin aus dem Metacast ist die doch, ne? Der hat die doch entwickelt. Entworfen. Komponiert. Ah. Der Metacast Martin. Für was? Genau. War das für Podstock oder wo hat er das denn? Ja, das wofür ist war das fürs noch? Podstock. Ist das? Fürs Podstock, ne? Mhm. Benutzen wir entweder als Intro, Outro und zwischendurch und als Pausenmusik. Ja, können wir nochmal Danke sagen nach Hamburg. Ja. Danke, danke, danke dafür. Und wenn es, also, das ist offenbar ja ein Brand geworden, ein Markenzeichen, ein Wiedererkennungs-Dings. Ja. Auf jeden Fall. Also das gehört donnerstags dazu, wenn Sendegarten ist. Schön. Und zu dem Intro tanzt ihr tatsächlich. Ja. Also ja, Sitztanz dann. So locker in der Hüfte auf dem Stuhl hin und her gehobelt. Genau. Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Habe ich gerade auch gemacht. Muss aufpassen, dass der Stuhl nicht zusammenbricht hier. So, dann geht's. Ja, gut. Ich finde das großartig, dass du dich einfach hier auf das gemeinsame Tun einlässt. So und ganz spontan. Das war ja wirklich, während Claudia in der Phase vor 14 Tagen gesagt hat, können sich doch Leute melden, hast du sofort noch, glaube ich, während die Sendung lief, hast du das irgendwie gemeldet, ne? Also. Ja, also, aber ich habe auch gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich mich irgendwie einbringen kann, so thematisch, aber wie gesagt, mal sehen, mal abwarten. Abwarten und Tee trinken. Ja, du kannst mir ja dann Ultraschall 5 erklären. Zum Beispiel. Genau. Da habe ich einen Bruder, der das kann. Der kann das machen. Ja, der kann sich ja dann vorher briefen. Genau. Genau, nee, ich muss wissen. Der weiß das. Wir geben dann Fragen einfach an dich weiter und 14 Tage später bringst du dann die Antwort mit. Ja, genau. Nee, dafür haben wir Sebastian für sowas. Und Lars kennt sich auch sehr gut aus inzwischen mit Studiolink. Nein, mit, wie heißt das? Reaper Ultraschall. So. Nein, ich kenne mich nicht sehr gut aus. Das würde ich nicht behaupten. Gut? Ein bisschen? Ich hoffe gut. Aber als sehr gut, ich glaube, dafür nutze ich die vorhandenen Features einfach viel zu wenig. Also ich nutze ein eingeschränktes Feature-Set, was mir jetzt beim Schnitt hilft, aber eigentlich kann es viel mehr als das. Und ich glaube, dass Leute, die sich sehr gut auskennen, mehr von diesem Zeug wissen als ich. Ja, okay, das kann ich verstehen, ja. Das geht das mir aber so auch nicht anders. Also zum Schneiden benutze ich ja auch nur ein Subset von dem, was Ultraschall bietet. Da geht es mir genauso wie Lars. Und ich gucke mir die Features dann an und wenn ich dann eins brauche oder denke, jetzt brauche ich eins, dann muss ich auch meistens in die Doku gucken, weil das ist meistens viel zu viel, dass man das irgendwie behält, auch die ganzen Shortcuts, besonders wenn man sie halt wirklich sehr, sehr selten irgendwie zum Einsatz bringt. Ja. Genau. Ja, das ist so ein bisschen wie so eine Textverarbeitungssoftware, ne? Die kann dann, also ganz beliebt ist ja sowas wie einen Abstand zwischen zwei Absätzen einfügen. Das kann man jetzt alles ganz toll formatieren. Man kann auch einfach auf Return drücken. Und das machen ja sowieso die allermeisten Menschen. Oder wenn sie was einrücken wollen, dass es dann mit der Tab-Taste gemacht wird, 100 Mal. Dann sieht man ja so Dokumente, wo man sagt, ja, eigentlich haben die Programmierer sich das ja anders vorgestellt. Aber gut, es funktioniert auch so. Also ich habe da schon Dokumente gesehen, wo ich denke, meine Güte,
da müsste eigentlich ein Entwickler oder eine Entwicklerin müsste Tränen in den Augen haben, dass sie sich wirklich Gedanken gemacht haben, wie kann man das durch Formatvorlagen und so weiter ganz toll machen und am Ende wird dann doch nur mit Return und Tab gearbeitet. Das ist großartig. Wenn es denn zumindest das Tab schon mal ist, wieso ein Tab, wenn 9 Spaces es auch tun? Das stimmt, ja. Das stimmt. Das stimmt natürlich. Aber da gibt's doch auch unter Entwicklern so einen erbitterten, ich will nicht sagen Streit, aber Glaubens. Nee. Also bei oder? Mir nicht. Einrückungen? Bei mir nicht. Wie machst du es denn? Bei mir macht das die IDE. Ich formatiere die so, wie das Projekt das haben will. Das ist mir vollkommen egal. Also ich sehe die Vor- und Nachteile von bestimmten Sachen durchaus, aber es ist mir tatsächlich, also ich richte mich immer nach dem Projekt, in dem ich gerade arbeite und in der Regel versuche ich es mir halt sehr automatisiert zu konfigurieren, beziehungsweise gute IDEs erkennen es eigentlich schon relativ automatisch und übernehmen es dann und dann ist es auch okay und ob das jetzt Tabs oder Leerzeichen sind, wie gesagt, ein guter Editor fühlt sich beides gleich an heutzutage und dann hat man da eigentlich auch keine großen Unterschiede zu in der Benutzung. Insofern, ja, über die Tablänge und ob Zeichenbegrenzung am Ende, darüber kann man nochmal diskutieren, ob dann 80 Zeichen ausreichend sind. Da fängt es dann an schon ein bisschen. Da sind eher so heutzutage, glaube ich, die Glaubenskriege hinterlegt. Und ob die Tabs und die Zeichen mit reinzählen in die Zeichenbegrenzung und wie sie reinzählen, das sind dann schon eher die spannenden Themen. Ja. Aber ja, aber auch alles nur Details. Also am Ende ist es viel wichtiger, dass irgendwie Tests existieren für den Code. Oder mir ist das wichtiger, als dass irgendwie, ob da jetzt Leerzeichen, es sollte nur einheitlich sein. Das ist halt eigentlich immer so der Kernpunkt. No. Ansonsten. Ja, das macht das Erfassen dann auch einfacher. Ne? Wenn ja, es gibt auch Programmiersprachen wie Python, da kannst du es halt nicht, wenn du da in einer Datei anfängst, mit Tabs und Leerzeichen zu hantieren, weil das gehört halt zur Programmiersprache dazu, zur Syntax, weil die Einrückung übernimmt halt entsprechend auch, ob das einer Funktion zugehörig ist, also hat er so eine syntaktische Funktion und da ist es dann natürlich dann fatal, wenn man da unterschiedliche Einrückungen nimmt. Ja. Hast du einen Lieblingseditor? Hier wird gerade im Chat gefragt, welchen du so verwendest üblicherweise. Lange Vim, mittlerweile bin ich aber auch auf VS Code beziehungsweise auf die Open Source Variante davon gewechselt oder für viele Sachen. Aber auf Serverseite nehme ich meistens Vim. Vera? Nicht erschrecken, ja. Ich verstehe genauso wenig wie du. Ich weiß okay, nur die Begriffe und die braucht man ihm ja nur hinzuhalten, dann läuft das schon. Ich naja, weiß auch nee, nicht, was Vim ist, keine Sorge. Ganz erstaunt, dass ihr... Was sind wir denn jetzt da gelandet? Das ist so aufgeschnapptes Wissen. Ich habe das irgendwann, glaube ich, in der Freakshow, ja. Da wurde dann plötzlich zwischen Tab und Leertaste irgendwie, wurde dann so ein, ja, nicht Krieg, ist ja übertrieben, aber es gab halt die Befürworter dafür und die Befürworter dafür und so weiter. Deswegen weiß ich das gerade zufällig. So ein bisschen, also keine so ein Mimikrigi, ne? Ja, genau. So tun als ob. So tun als ob. Hier, Reinhard Remford. Genau. Ne? Also, Fußball-Mimikrigi, ja. Bei kompletter Ahnungslosigkeit trotzdem so tun, als wüsste man, worum es geht. Und sich dann ärgern, dass die Leute einen als Experten dass die Leute einen als Experten ansprechen. Sie kennen sich doch aus mit nein. Ich habe da nur mal ein Wort in den Raum geworfen. Hydronium, wie war das? Hydronium? Nee. Nee. Was ist denn? Was ist der der pH-Wert ist der Hydronium. Der pH-Wert ist das weiß ich nicht mehr. Ja Gott, irgendwas mit Hydronium, Ionium, Kommunium. Egal. Das kriegen wir noch irgendwann raus. Ich weiß, dass der Chat schon sucht. Ganz bestimmt. Was wollte ich denn? Achso, ich wollte den Lars fragen. Der ist ja auch ein solcher Benutzer von solchen Sachen. Hast du dir auch da solche Erfahrungen wieder, Sebastian? Worauf bezogen? Ob ich einen Lieblingseditor habe? Oder...
Tab-Taste. Ich habe lange Zeit einen Editor benutzt namens JEdit. Der altert aber schlecht. Seitdem der Hauptmaintainer, der das Projekt also betreut hat, gesagt hat, ich höre jetzt auf. Der hat es also angefangen und hat es dann lange Zeit betreut. Der hat halt irgendwann mal hingeschmissen, hat gesagt, ich glaube, aus Zeitgründen hat er auch gesagt. es wird von einem wackeren Kernteam noch versucht, die Sache weiterzumachen, aber es ist sehr langsam, wird von allem anderen oder von vielen Zeug abgehängt. Deswegen bin ich da auch nicht mehr. Ich nutze im Moment Atom, aber eigentlich ist der mir zu fett und so hundertprozentig warm werde ich nicht damit, weil ich auch die Tastaturbedienbarkeit nicht ganz so überzeugend finde. Das heißt, ich als noch Linux-Anfänger stöber im Moment noch so in diese Emacs- und Vim-Geschichte rum, bin aber damit auch noch nicht warm geworden. Und bei dem VS Code, ich dachte immer, da der von Microsoft ist, gäbe es den nicht für Linux, aber ich stelle fest, den gibt es auch für Linux. Vielleicht sollte ich mir den nochmal angucken. Einmal in der offiziellen Variante, also wie Chrome als Browser von Microsoft selbst, und dann gibt es nochmal eine Open Source bereinigte Variante, wo halt viele Sachen raus sind, die so nach Hause telefonieren. Ich weiß gar nicht, ob da viel nach Hause telefonieren drin ist, aber es gibt nochmal eine reine Open Source Variante vom VS Code, den benutze ich mittlerweile eigentlich auch. Ja. Vielleicht sollte ich mir das nochmal parallel mit angucken. Also der Vorteil ist halt, dass es extrem viele gute Extensions gibt, auch schon für viele Programmiersprachen. Und also gerade wenn man in vielen Programmiersprachen hin und her wechseln muss, dann ist es sehr angenehm, auch diese automatischen Formatierungen zu haben. Und das ist bei mir ein großer Pluspunkt, wo ich dann einfach... Das kann man sich zwar auch alles in dem Vim konfigurieren, aber das ist dann immer relativ viel Arbeit und macht nicht so wirklich Spaß. Ja. Gut, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, guck mal, praktische Lebenshilfe im Sendegarten. Ja. Super. Und ich habe es inzwischen auch gefunden, also was mir gerade im Hirn rumschoss, war, dass der pH-Wert der negative dekadische Logarithmus der Hydronium-Ionen-Konzentration ist. Das ist auch sowas, was ich mal irgendwann gelernt habe, aber ich kann es nicht anwenden. Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt toll. Der negative Kannst du das nochmal wiederholen? Hydronium-Ionen-Konzentration. Und daraufhin habe ich ja, also wenn es Hydronium-Ionen gibt, habe ich gedacht, dann müsste es doch auch Aluminium-Minimum. Was? Jetzt habe ich das letzte Wort nicht mehr. Also ich habe das Deutsche, die deutsche Sprache genutzt, wo man ja wunderbar einfach nur Substantive hintereinander hängen kann. Ich glaube, für Nicht-Muttersprachler ist das, glaube ich, die größte Herausforderung, mit dieser Sprache umzugehen, dass wir einfach solche Sätze bauen können. Aluminium, Minimum, Dingenskirchen. Aluminium. Egal, also, ich habe... gerade ein Hirn, also es musste einfach mal raus. Soll ich? So. Andi hat noch eine Frage gestellt. Wie sieht euer aktueller Sendegarten-Produktionsworkflow aus? Wollen wir da mal drauf eingehen? Was meint er denn? Was ist das? Wie wir wahrscheinlich aufnehmen. Achso. Ja. Ach, mit dem auf? Gibt es sowas? Achso, genau. Ja, dann starten wir doch mal bei dir, Sebastian. Bei mir, oder ja. noch sollen wir noch davor in der Planung? Wir können ganz vorne starten, wie die Sendung entsteht, ne? Aber er hat jetzt Produktionsworkflow, ja, aber wir können ja weiter ausholen. Das ist auch mal für mich interessant vielleicht. Ach so, ja. Ja, 19.30 Uhr schalten wir uns zusammen und dann werfen wir zusammen. Also, wir haben so ein Trello-Board. Da haben wir so eine gewisse, diese Sendungsstruktur mit den Rubriken. Die ist da drin so als ganz grober Leitfaden so abgelegt. Und dann kommt da in diese Kategorien, kommen weitere Karten rein, je nachdem, was wir so im Laufe der Zeit so gesammelt haben. Manchmal, wenn es gut läuft, mache ich das tatsächlich in dem Moment, wo mir was auffällt, dann mache ich dieses Trello-Board auf und schreibe da die Sachen rein.
oft vergesse ich es dann und dann fällt es mir, wenn ich dann zur Sendungsplanung donnerstags nachmittags 19.15 Uhr mich hinsetze, natürlich nicht mehr ein. Also das ist nicht so richtig gut. Aber da stehen dann so halt so Sachen drin. Das ist dann der Sendungsplan. So, da trage ich dann Sachen an und die anderen auch. Also ich bin da nicht alleine. Und dann? Genau, und Gäste, gästinnenmäßig haben wir letztes Mal ja schon gesagt, mittlerweile laden die sich lieber selber ein oder laden sich ein. aber wir schlagen auch manchmal welche vor. Also wenn ich irgendwie denke zu einem Thema, was gerade konkret da ist, dann schlage ich auch gerne mal was vor. Oder meistens ist es doch Martin bisher immer gewesen, der sich da sehr viel Gedanken zugemacht hat oder auf die Person dann direkt zugegangen ist. Ja, aber mittlerweile kommen auch aus der anderen Richtung, also aus der Community, die Sachen zurück. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz entspannt. So haben wir auch nicht diese Last, dann zu entscheiden, wen man jetzt als nächstes wieder dazu holt oder so. Was manchmal echt schwierig geworden ist. Also mir sind dann auch irgendwann keine Ideen mehr so gut gekommen, wie man noch dazu. Also am Anfang ist alles einfach, weil da hat man natürlich eine riesige Gruppe. Da kann man ja einfach hier Personen, die man auf den letzten Subscribe oder so getroffen hat, dann einfach auflisten und dann durchgehen, aber das ist dann natürlich auch schnell vorbei, ne? Ja. Naja, es gibt immer noch so ein paar, auch aus dieser Kerngruppe, Tobi Bayer zum Beispiel, den wollte ich immer mal ansprechen, habe ich bisher aber nie geschafft. Das wäre natürlich auch so ein und auch viele andere, also weiß nicht, hatten wir die Judith schon mal angesprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben jetzt inzwischen auch schon so viele Gäste gehabt, wo ich dann manchmal auch denke, aber wie beim Henning zum Beispiel oder noch doller war das ja bei Christian von FÜD, / Hörsuppe, der sagte, ja, vor 3 Jahren war ich mal im Senegal. Ich sage, wie vor 3 Jahren? Du warst doch gerade erst nur einmal? Warst du nicht schon 2 Mal da? Also ich habe total den Überblick verloren und bin keiner, der eine gute Übersicht macht. Zum Beispiel hier der gerade erwähnte Martin vom Metacast, der kann dir so eine Excel-Tabelle geben, wo der genau drin stehen hat, wer wann mal zu Gast war und wie viele Minuten der geredet hat und so. Das habe ich alles überhaupt nicht. Keine Ahnung. Das ist alles also nicht beliebig, aber spontan hier. Ja, Lars hat letztens auch einen Gast mitgebracht, wollen wir nicht vergessen. Den Ralf. Den hattest du mitgebracht. Jein. Ralf hatte sich auch gemeldet. Ach so, okay, ja, aber. Ja, aber ist auch genau richtig. Also, also um auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, ist es ja eigentlich ganz gut. Also ich bin ja auch in der Poetry Slam Szene und da haben jetzt auch sehr viele Menschen Podcasts eröffnet. Da könnte ich auch noch ein paar Menschen hier vielleicht mal reinholen oder so. Mal gucken. Weil klar, die sind so mit in einer ganz anderen Bubble als wir. Das ist vielleicht tatsächlich so von wegen Tellerrand vielleicht mal ganz interessant. Genau. Und dann, also so entsteht im Prinzip der Inhalt. Wir tragen halt zusammen, was uns zufällig vor die Füße gefallen ist. Es, wie beim letzten Mal schon erwähnt, ist es keine Redaktion, die jetzt bewusst darauf achtet, den Zeichen der Zeit zu folgen, sondern es ist einfach ein Zufallsprodukt. Dann machen wir uns den schönen Abend. Das heißt, wir treffen uns um 19.30 Uhr, reden uns ein bisschen warm, stimmen die Geräte ab. Manchmal muss man auch nochmal neu starten oder auch zweimal neu starten oder was auch immer. Was kommt vor? Oder ein Hall, ein Echo muss gefunden werden und beseitigt werden und so. Das, erstaunlicherweise passiert das auch in der 120. Na, heute nicht, aber in der 119. hatten wir das noch. Immer wieder mal so. Also es ist keinesfalls so, dass hier alles immer perfekt ist. Dafür brauchen wir die halbe Stunde dann auch. Sebastian, du hast Luft geholt, das habe ich gehört. Ja, ich wollte nochmal, Andi hatte noch geschrieben, ob wir einen Gruppenchat nutzen, gefragt. Ja, also zwei, also zum einen Twitter, richtig, aber wir haben seit einiger Zeit auch so eine Signal-Gruppe, die eigentlich auch ganz okay läuft, finde ich. Ja, die etwas
datensensibleren Menschen haben gesagt, Signal ist besser als Twitter. Und bei Twitter gibt es auch das Problem, dass diese Gruppenchats nicht in allen Apps angezeigt werden. Also da, das ist immer so ein bisschen, und Signal ist da irgendwie. Ja, und das mit dem Einladen ist da ja auch immer manchmal schwierig, wenn dann nicht zurückgefolgt wird. Und dann mittlerweile haben wir herausgefunden, dass es egal ist, es reicht schon, wenn eine Person einen da zurückfolgt von uns im Team. Es muss nicht unbedingt derjenige oder diejenige sein, die die Gruppe erstellt hat. Ach so, ja, da müssen wir noch separieren. Ne? Wir machen zu jeder Folge wir einen Twitter-DM-Kanal, wo dann alle Personen, die an dem Abend sprechen, in diesen DM-Kanal reinkommen. Es gibt aber auch noch einen allgemeinen Sendegartenkanal, wo die Sendegärtnerinnen drin sind, aber kein Gast. Und dann gibt es nochmal den Signal-Kanal. Also wir haben mehr als einen. Und manchmal ist es schwer rauszukriegen, wo man gerade ist. Ja, während der Sendung nehmen wir aber meistens dann nur den Twitter-Kanal, weil da ja auch der Gast oder die Gäste mit drin ist. Und dann ist das ein bisschen zentraler. Ja. Und kann man auch ganz gut die Web-Variante dann in dem Moment mal benutzen. Genau. Ja, und für Hintergrundinformationen, ich muss mal eben ums Eck oder was weiß ich, meine Katze muss gefüttert werden oder so, dann stehen da halt so Sachen. Oder auch durchaus, du hast irgendwie Aussetzer oder dein Mikro wird leise, kannst du nochmal nachregeln oder irgendwie sowas. So als Hintergrundregiekanal. Und ja, dazu, also es gibt für jede Episode gibt es einen eigenen solcher Regiekanal. Den lege ich jedes Mal neu an und wir schleppen inzwischen schon etliche solche Dinge hinter uns her, wo aufmerksame Benutzer sich dann auch wieder austragen. Das habe ich auch schon gesehen. Aber ansonsten, im Internet ist ja immer Platz, entstehen die halt einfach. So, jetzt kommen wir zur Aufnahme. Sebastian macht die Zentrale. Da laufen alle Audio-Files zusammen. Ja. Genau. Genau, also wir nutzen Ultraschall mit Plugin, mit StudioLink-Plugin und ja, also eigentlich ganz normal. Also manchmal haben wir noch ein paar Sondersituationen, wenn ich gerade mal, dann habe ich auch schon mal mit der Standalone aufgenommen, wenn ich es testen wollte oder habe alle gezwungen, die neueste Version einzusetzen, wenn es mir gerade irgendwie wichtig war. Aber genau, QuickWeb haben wir jetzt auch schon 2-3 Mal benutzt. Henning war sehr überraschend. Der hat gefordert, einen Link zu bekommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollte er es testen. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Fordert dich heraus. Aber das ist ja auch das Schöne, dass du mit uns dann auch deine Technik so ein bisschen ausprobieren kannst. Also das gibt mir auch das gute Gefühl, dass du auch was davon hast, dass du hier uns Arbeit zur Verfügung stellst. Meistens teste ich auch schon so ein Release, was quasi vor der Tür steht, wo ich denke, so okay, das will ich jetzt eh nächste Woche veröffentlichen, dann ist das immer ein ganz guter Kandidat natürlich, weil beim Testen kann man so gut man will, aber für so einen realen Test braucht man einfach dann am besten auch mehrere Personen, die dann auch alle sagen können, oder es ist einfacher, das zu machen. Natürlich kann man das auch selber durchspielen, aber es ist natürlich wesentlich aufwendiger, wenn ich mich jetzt irgendwie an 5 verschiedenen Rechnern setzen würde, um dann jedes Mal auch zu gucken, und dann brauche ich aber trotzdem mindestens noch eine Person oder irgendein Testsignal, um beurteilen zu können, ob das alles sauber klappt, und das ist natürlich in so einer Gruppensituation wesentlich einfacher, das dann direkt mal zu testen, ob ich da irgendwas kaputt gemacht habe. Und bisher ist das, glaube ich, noch gar nicht passiert. Doch, ich hatte mal ein kaputtes Streaming-Plugin, da ist dann Ultraschall abgeraucht, da hatte ich dann irgendwie mit einer Testsache rumgespielt. Das ist auch schon mal passiert, aber ansonsten läuft es doch ganz gut. Ja, ich bin doch überrascht. Also dafür, dass das manchmal hier wirklich Testversion ist, läuft das eigentlich immer ziemlich gut. Das größere Problem ist bei dir deine Netzwerkversorgung, die ja nicht immer so ganz oder Stromversorgung. Oder Strom, ja, das kann ja auch schon mal passieren. In Deutschland ja auch nicht so dolle mit der Stromversorgung.
Ja, wobei, hat ja jetzt schon, ist jetzt, glaube ich, nur einmal passiert, aber es ist ja schon von der Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja, nee, ist richtig so, LTE, aber wie gesagt, Glasfaser, achso, hatte ich das in der letzten Sendung schon erwähnt, dass das ja. Glasfaser, ja, es liegt jetzt hier im Haus, also fehlt nur noch Licht auf der Leitung, ja. Und dann hoffentlich sind das auch keine Probleme mehr, sofern das Routing und der Provider kein schlechtes Netz hat, dann sollte das hoffentlich dann kein Problem mehr sein. Ja, es geht vorwärts. Aber die Konservenhörenden, die kriegen von solchen Unterbrechungen ja fast nichts mit, weil du einen sauberen Schnitt aus den Elementen machst. Ich versuche mein Bestes. Also wenn mir während der Sendung was auffällt, weil der Andi hatte jetzt auch wegen Kapitelmarken und sowas gefragt, also ich setze maximal Edit-Marken, wo ich denke so, okay, ist mir da irgendwas aufgefallen, beziehungsweise mache mir auch nochmal Notizen, bei welcher Spur das war dann, damit ich am Ende sagen kann, okay, da brauche ich jetzt von der Person nochmal den Double-Ender, dass ich den nochmal reinschneiden kann oder bestimmte Stellen austauschen kann. Wenn es zu viele Aussetzer geworden sind, so kleinere Sachen, also wenn da jetzt ein, zwei Aussetzer innerhalb von 3 Stunden sind, das ist dann auch nichts, was ich jetzt unbedingt dann rausschneide oder durch einen Double-Ender ersetze. Wenn da jetzt nicht komplette Sätze fehlen, sondern wirklich nur so ein kleiner Knackser zu hören war. Ansonsten Kapitelmarken, die macht Martin. Ich setze die Trenner. Genau, so ist die Aufteilung. Und ich weiß nicht, Martin, machst du dann wahrscheinlich anhand der Trenner in Ultraschall, setzt du wahrscheinlich die Kapitelmarken dann wahrscheinlich auch, ne? Genau, also wenn ich, also eigentlich höre ich das nochmal durch. Ich habe in der letzten Zeit so ein bisschen dann auch mal gerafft, weil Lars ja sich inzwischen angewöhnt hat, die Shownotes schon so schön vorzubereiten, dass diese mühsame Suche aus dem Gesprochenen nochmal auf die Shownotes zurückzukommen gar nicht mehr so notwendig ist, weil Lars das schon so als Paket abliefert. Also von dir kommt's Audio, von Lars kommen die Shownotes. Und dann ist das eigentlich nur noch so zusammenfügen, das Ganze, und tatsächlich die wenigen Kapitelmarken anhand der, da wo die Einspieler halt sind, zu machen. Was ich interessanterweise, wo ich mich über mich selber wundere, ist, dass ich beim Editieren dann auch in höherer Geschwindigkeit höre und es gar nicht als so schwierig empfinde. Also ich höre da irgendwie auch mit 1,5 oder 1,7 oder so. Also zweifach, glaube ich, kann ich nicht, aber deutlich schneller dadurch. Und das ist gar nicht so unhörbar, wie ich eigentlich gedacht habe, dass es unhörbar sei. Weil normalerweise im Podcatcher läuft das bei mir immer 1:1. Also da, ich bin da kein Freund von Beschleunigen, aber beim Schneiden geht das ganz gut. So. Obwohl ich dann nicht mehr schneide. Ich bekomme ja von dir fertige Sachen. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, zweimal irgendwie dann hinterher nochmal überlegt, ob da vielleicht eine Formulierung drin war, die vielleicht nicht so auf Dauer konserviert werden sollte. Dann habe ich dann nochmal Hand angelegt, aber das ist wirklich von 120 Folgen oder war ja einer oder zwei gewesen. Also ganz. Also wenn das schon nach der Aufnahme, dann schneide ich das direkt raus, aber das ist auch sehr selten. Und ansonsten schneide ich auch relativ wenig, außer technische Störungen. Die versuche ich, so gut es geht, dann so zusammenzuschneiden, dass es nicht ganz, dass es recht nahtlos weitergeht. Also, dass man von dieser Störung nicht so viel mitbekommt. Es sei denn, es geht nicht, dann lasse ich die Störung als Kontext, als solchen versuche ich den dann drin zu lassen, weil dann macht es auch ein bisschen mehr Sinn, warum es da jetzt plötzlich so einen harten Themenbruch gibt. Ja. Also wer jetzt zum Beispiel der Gast oder die Gäste dann plötzlich keine Zeit mehr hat und weg wäre, was bisher nicht vorgekommen ist, dann wäre das natürlich so ein harter Themenbruch und dann müsste man das natürlich schon erklären oder so. Ja, oder wenn wir eben nach einer Unterbrechung dann
in dem zweiten Teil sozusagen nochmal darauf, auf diese Unterbrechung zu sprechen kommen, ja, ja. Was ja eigentlich blöd ist. Wir könnten ja klug sein und das einfach verschweigen, aber wir sind natürlich nicht klug. Wir reden dann darüber, dass wir ja gerade einen Abbruch hatten, und dann wäre es natürlich blöd, wenn man überhaupt nicht als Zuhörender die Tatsache, dass es einen Abbruch gegeben hat, überhaupt mitbekommen hätte. Also das, da hast du ja auch schon so geschickte Lösungen gehabt, dass du dann da, also wenn wir 20 Minuten aufeinander gewartet haben, bis die Verbindung wieder hergestellt ist, dass du da 19,5 Minuten rausgeschnitten hast, aber irgendwie 30 Sekunden davon drin gelassen hast oder so, damit das der Effekt überhaupt erkennbar war. Ja, so. Genau. Ja. Ja, ansonsten. Am Ende läuft das dann bei mir zusammen, ja. Ja, und ich sitze dann hier sonntags nachmittags oft und versuche mir dann so ein Logo da aus den Fingern zu saugen, indem ich mir meistens bei FIT die Kacheln klaue und die dann da mit Paint zusammensetze. Ja, es ist wirklich handgetöpfert. Und dann muss ich mir noch den Teasertext ausdenken. Das ist manchmal das größte Problem, weil ich dann so unkreativ bin sonntags nachmittags. Also das ist dann... Achso, das machst du also wirklich sonntags, also da bereitest du jetzt nichts nach der Sendung oder so schon vor für bis... Nee, okay. Das ist mir zu spät abends, dann das schaffe ich nicht mehr. Ja, verstehe. Also wenn ich wirklich an ganz selten ist es schon passiert, dass ich mir meine lokale Aufnahme hier genommen habe und am Samstag schon mal vorgehört habe, dann so, weil ich irgendwie Spaß dran hatte, weil irgendwie sonst nichts anlag oder so, dann habe ich gedacht, bevor ich dann morgen wieder kurz vorm Tatort erst fertig werde, so kurz vor knapp, mache ich das doch lieber Samstag schon mal, arbeite ich schon mal vor. Denn so dieses Nachbereiten ist, das ist nicht so richtig lustig. Also es könnte von mir aus noch viel weniger Aufwand sein, aber andererseits möchte ich, dass es auch schon eine runde Sache wird, und von daher lohnt sich der Einsatz dann doch, also das Ganze zusammenzutragen. Ja, und dann geht das zu, warte mal, ich bekomme von dir die Files. Genau, also ich mache eine bei mir Multitrack-Ausgabe, wo ich dann halt, da gibt es den schönen Haken, ich glaube, der ist in der 5er-Version von Ultraschall mittlerweile auch Default, dass man sagen kann, die Spuren, die Mono sind, als Mono rausrechnen, und die Stereo sind, die werden halt als Stereo rausgerechnet, wie zum Beispiel das Soundboard, und dann kriegst du halt x-mal Mono und einmal die Stereo-Spur als Soundboard-Spur, alles separat als FLAC, und genau, das lade ich dir hoch und das lädst du dann runter. Ich schieb das dann alles wieder in ein Ultraschall rein hier, aber nur um zum Beispiel die Kapitelmarken zu herauszubekommen. Man kann ja dann da im Editor, im Kapitel, wie heißt das Ding, Region Marker Manager, kann man ja dann die genauen Zahlen exportieren, die ich dann wiederum in auf Honig importiere. Das Ganze geht dann wieder in auf Honig rein. Komplett dann mit allen Beschreibungen, und da wird von auf Honig durchgerechnet und dann gleich auf den Server, wo wir das dann rausspielen, hochgeladen, und dann brauche ich nur noch den ganzen Sums in WordPress einzutragen, und dann ist es auch schon fertig. Es ist sicher nicht der schlankste Workflow, den man da haben kann. Aber yeah, der funktioniert halt. Never touch a running system. Zeitlang hatte ich auch schon mal die Kapitelmarken gesetzt oder die schon mal rübergegeben. Aber ich glaube, der Unterschied ist jetzt nicht so groß wahrscheinlich. Nimmt dir das viel ab? Also für mich wahrscheinlich nicht, weil du das wirklich auch anhand, man kann das wirklich sehr gut anhand der Soundboard-Spur, glaube ich, sehen, ne? wo ja, halt die Trenner genau sind. Und ja, wir haben ja fast immer auch die gleichen Kapitel. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da uns jedes Mal individuelle Kapiteltexte oder Marken ausdenken müssten. Ne? Ja. Nee, das ist relativ einfach. Also das ist ganz am Anfang habe ich quasi Hauptkapitel gehabt, also was weiß ich, Gartenbank oder Querbeet oder so, und dann innerhalb dieser Hauptkapitel nochmal Kapitel gesetzt, wenn wir irgendein spezielles Thema angefangen haben. Das habe ich dann irgendwann weggelassen, weil mir das tatsächlich dann zu aufwendig erschien. Und bisher hat es auch noch niemand beklagt. So.
Also, und da würde ich auch, glaube ich, also das reicht dann auch. Tatsächlich die großen Kapitelmarken zu finden anhand der Audiospur, wo ich das eben sehen kann, das reicht, ja. Anni fragt noch, ob ich dir die Projektdatei mitschicke. Nee, ich mache quasi, ich rendere einmal komplett final raus als Mehrspuraufnahme und genau, Martin importiert dann einfach direkt neu die FLAC-Dateien in ein frisches Projekt. Genau. Wir hatten das irgendwann mal auch als Projekt verschickt, aber da gab es irgendwie so ein Stolperchen, glaube ich. Irgendwas war da. Und also so ist es sehr so solide. Also wie wir es jetzt machen, habe ich bisher noch keinerlei Probleme gehabt. Ja, es wären auch wesentlich mehr Daten. Also ich, ja, es geht. Also ich brauche so für den Upload, ja, können schon mal so 20 Minuten sein. Aber es wären schon ein paar Daten mehr, weil dann müssten ja die kompletten Rohdateien mitgeschickt werden und die sind manchmal unter Umständen ein bisschen größer, je nachdem wie viel ich schneide und ob ich jetzt noch einen Double Ender mit reinpacke oder nicht. Mhm. Ja, hat sich ganz, ganz stabil erwiesen. Ja, und dann kommt das halt raus und dann liegt das da auf WordPress. Dann ist fertig. Dann mache ich noch einen kleinen Hinweis auf Twitter. Neue Episode ist da und das war's dann. Dann gucke ich Tatort. Oder zwischendurch und mache dann hinterher weiter, weil ich nicht fertig geworden bin. Das passiert auch öfter. Okay. Haben wir das gut genug erklärt? Genau, der Upload geht schneller durchs Glas. Richtig. Ja. Genau. Dann gibt es eine Standleiter. Das ist Martin, das Nadel. Ja, ich bin der falsche Hals, genau. Ich fand das so schön. Irgendjemand wollte mal das Wort Flaschenhals schreiben und schrieb dann der falsche Hals. Das fand ich ausgesprochen gut. Das hat mir sehr gefallen. Ja gut. Da kann ganz, ganz spontan mal eben. Ja, bitte mal. Marc. Da kam jetzt so eine Frage. Sag ich schon Marc zu dir. Gütiger ja, Gott. Ja, das. Es wird immer schlimmer. Es kommen noch weitere Fragen von Andi. Wann legst du die Episode im Publisher an? Oder wenn? Wann? Ich schätze wann. Ja, vermute ich. Also ich mache erst alles soweit fertig. Ich schreibe mir die Texte, also den Text und auch die Shownotes, aber schreibe ich mir erstmal in einer Datei vor. In einem, und weil ich ja, die brauche ich ja einerseits bei Auphonic, als auch im WordPress. Und dann hole ich mir das aus dieser gemeinsamen Quelle sozusagen. Und ich lege dann die Episode an, wenn alles fertig ist. Also dann gehe ich in den ins Backend von WordPress und dann lege ich da einfach eine neue Episode an. Ich hole mir dann allerdings da gibt es ja diesen, in dem Podlove Publisher gibt es ja die Möglichkeit, dass man dann auf eine bestehende Produktion bei Auphonic verweisen kann, nicht über den Slug, dass ich dann einfach sagen kann, hier bitte hol doch mal die Audiodatei und auch die Metadaten, die schon bei Auphonic liegen. Und dann, also man könnte es ja auch andersrum machen, man könnte ja alles in WordPress reinschreiben oder in den Podlove Publisher und von da aus dann nach Auphonic geben. Aber das geht mit der Mehrspur-Variante nicht. Und da ich ja gerne eine Mehrspur-Variante haben möchte, damit auch hier so auf die was kann man, also man kann doch da irgendwie das nochmal so individuell so ein bisschen akustisch bereinigen. Wie heißt denn dieses eine anklickbare Feld da wieder? Hum and Noise? Ja, ich glaube Hum and Noise kann man da glaube ich rausrechnen lassen. Das hätte ich gerne, wollte ich gerne behalten. Und deswegen kommt das erst alles in Auphonic und aus Auphonic dann wird das in WordPress gefüllt. Und die Crossgate. Ja, Crossgate mache ich raus, weil da habe ich, wir haben ja, wir sind ja an Orten mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt. Das heißt, übersprechen gibt es ja eigentlich nicht. Crossgate kommt zum Beispiel bei Live-Situationen wie auf dem Kongress oder so, kommt das ins Spiel, wo man möglicherweise in das Mikrofon des anderen noch reinspricht. Also ich habe mein eigenes Mikrofon, aber mein Signal wird auch noch vom Mikrofon des
des Nachbarn oder der Nachbarin aufgenommen und das könnte natürlich Probleme geben. Da kann man dann dieses Crossgate herausrechnen. Aber bei viel Hintergrundgeräusch gibt es dann starke Artefakte. Also da gerade bei diese Kongressaufnahmen, da habe ich dann in den Parametern ziemlich viel rumgewurschtelt, bis ich am Ende fast alles wieder abgeschaltet habe. Denn es wurde eigentlich durch dieses Optimieren immer nur noch unhörbarer oder es fing so an zu pumpen, dass der Ton mal laut war, dann wieder leise und so weiter, völlig unangenehm. Dann ist es ein einfacher und angenehmer, finde ich, einen relativ konstanten, niedrigen Lärmpegel im Hintergrund zu haben. Den kann ich dann als Hörender leicht ausblenden. Das war echt interessant. Da ist weniger mehr gewesen. Lars, du hast gerade angefangen zu reden. Entschuldigung, ich habe dich überredet. Ja, es kam noch eine weitere Frage. Benutzt du das Auphonic Plugin im Publisher? Ich glaube, das hatte sich schon erledigt, weil kein Mehrspur, ne? Ja, genau. Hm. Ich weiß gar nicht, ob es das inzwischen gibt. Also früher gab es das nicht und deswegen, ich habe mir halt den Workflow vor, weiß nicht, 3 Jahren, 4 Jahren angewöhnt und ich behalte den einfach bei. Also es funktioniert ja. Okay. Ja, schöne Frage, tolle Antworten. Dankeschön dafür. Wollen wir mal zu den Kommentaren zur letzten Folge gehen? Die haben wir uns ja so ein bisschen vorgenommen für heute, weil Henning ja auch aufgefordert hatte, sich zu äußern. Ist ja eigentlich ganz gut, wenn wir das dann nochmal aufgreifen. Konsens? Ja. Sascha hat nur gerade noch eine Frage reingeschrieben. Wo hostet ihr die Audiodateien? Hier so ein Web bei Hetzner, also Webspace bei Hetzner gebucht. Werbung, keine Markennennung. Nein, Markennennung, keine Werbung, so. Es könnte auch was anderes sein. Ich wusste damals überhaupt nicht, wie sowas geht. Und dann habe ich einfach bei jemandem das Wort Hetzner aufgeschnappt. Dann habe ich mir gedacht, Hetzner, was ist das denn? Habe mal gegoogelt und dann ist ja gleich das erste, die Startseite von denen, ja hier, Paket kaufen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das mal. Ich muss gestehen, ich bin mit den vielen Einstellungen da schon ein bisschen überfordert. Da kann man ja, was weiß ich, Tod und Teufel einstellen. Es funktioniert. Ich habe es irgendwie ans Laufen bekommen und fasse es nicht wieder an. Es gab Leute, die haben versucht, dann diesen Account zu hacken. Ihr sollt in der Hölle schmoren. Ihr sollt Durchfall bekommen und 2 gebrochene Hände haben. Mann, lasst doch einfach mal so einen Account in Ruhe. Da muss man so ein bisschen Sicherheitsfu draufwerfen, damit das nicht ganz so schlimm wird. Aber ansonsten ist das so die Standardeinstellung da. Jetzt aber. Oder habe ich was übersehen? Nö. Nein. Dann lass uns doch mal den Abbieger machen zu den Kommentaren. Das waren 4 Stück eingegangen. Wir sind 4 Leute, 4 Menschen, 4 Gärtnerinnen. Und dann fangen wir doch mal. Vera wollte den kürzesten haben. Welcher ist denn der kürzeste? Der letzte? Komm, Sebastian, fang du doch mal mit dem ersten an, da von Alex. Moin, ich höre gerade schon mal in die neue Folge rein und musste feststellen, dass ich da anscheinend echt was ausgelöst habe, Zwinker-Smiley. Der Sendegarten ist doch genauso, wie Martin ihn beschreibt, eben eine gemütliche, feierabendliche Plauderrunde, aber eben auf eine sehr, sehr nette Art. Und es ist doch auch so, wie Claudia es beschreibt, dass die HörerInnen genau das am Sendegarten mögen und erwarten, hör mehr auf Claudia. Zwinker-Smiley ist. Ja. Sonst würde man auch euch ja nicht hören oder wieder einschalten. Es gibt ja anscheinend eine Gruppe von Menschen, unter anderem ja auch mich, die euch hören, weil ihr das macht, was ihr macht und wie ihr es macht. Deswegen war es für mich so eine Freude, im Sendegarten gewesen zu sein und komme auch gerne mal wieder, wenn es sich ergibt.
Zum Beispiel Perry Roden Band 4000, das müsste dann grob geschätzt so 2040 etwa soweit sein. Ich habe ja in der Folge erzählt, dass meine Frau sich gar nicht für Perry Rodan interessiert, was ja vollkommen okay ist, aber wir haben dieses Wochenende gemeinsam die Sendegarten-Folge gehört und auch ihr hat die Sendung und vor allem das Format gut gefallen. Ich glaube, sie hat sich in all unserer gemeinsamen Zeit noch nie so lange mit Perry Rodan beschäftigt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt eine größere Begeisterung für Perry Rodan entdeckt. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie jetzt öfters mal in den Sendegarten reinhört. Ui. Deswegen macht genau das, was ihr macht und bleibt, wie ihr seid und habt vor allem weiter viel Spaß daran. Viele Grüße aus Erdruss, Alex. Ja, er greift ja das, also er hatte ja das Statement sozusagen ausgelöst, was ich beim letzten Mal gesagt hatte, dass ich wieder das Gefühl habe oder dass ich mich immer davor wehre, dass zu hohe Erwartungen an diesen Sendegarten gesetzt werden und ich da so ein bisschen vorbauen möchte, dass wir hier eben jetzt keine redaktionelle ausgewählte Arbeit erwarten kann, sondern Gelaber halt. So nach bestem Wissen und Gewissen Gelaber. So, und das hat er nochmal aufgegriffen. Ja, er hatte da, hat mich da so ein bisschen getriggert und ich merke auch, es gibt nachher noch einen Kommentar, tatsächlich könnte es mir einfach viel, viel egaler sein. Ich bin da zu, weiß nicht, zu getrieben. Das ist nicht gut, das bekommt mir nicht gut. Ihr seid da insgesamt viel gelassener. Ich muss mir da einfach mal eine Scheibe von abschneiden und der Hashtag Hör mehr auf Claudia, den sollte ich mir echt hinter die Ohren schreiben. Super. Lars, hast du Lust auf den Kommentar von Daniel? Ja, ich muss so den richtigen Tab wiederfinden. Den Kommentar von Daniel. Der wurde geschrieben am 28. März 2021 und der geht wie folgt. Liebe SendegärtnerInnen, vielen Dank für die schöne Folge. Ich würde gerne noch eine Sache zum Thema Spotify ergänzen. Spotify bietet kein Podcast-Hosting. Das heißt, außer bei den Originals gibt es für alle Podcasts dort auch einen RSS-Feed außerhalb der Plattform. Wenn mein Podcast also dort erscheinen soll, dann brauche ich einen Feed, der dann auch von allen Podcatchern verwendet werden kann. Das unterscheidet eben Spotify von YouTube, weshalb der Vergleich auch immer hinkt. Daher bedeutet Spotify nicht das Ende des RSS-Feeds, weshalb ich die freie Podcast-Szene von Spotify auch nicht bedroht sehe. Nichtsdestotrotz verändert Spotify die Wahrnehmung auf Podcasts und führt zu weniger Sichtbarkeit von freien Formaten, weil sie auf der Plattform natürlich vor allem ihre eigenen Sendungen hervorheben und immer weniger Leute die freie Podcast-Welt kennenlernen. Da sehe ich die Gefahr auf lange Sicht, dass sich in Zukunft weniger Leute für freie Podcast-Projekte engagieren, wie Podlove und so weiter oder auch die Programmierung von Podcatchern. Aus dem Grund denke ich, dass die Stärkung der Community die Lösung sein müsste und nicht der Boykott von Spotify. Mhm, danke. Für mich war da wirklich neu, dass auch jeder Spotify Podcast ein RSS-Feed hat oder beziehungsweise haben muss. Ich habe schon gedacht, das ist so eine gekapselte Plattform, aber das war mir jetzt neu und dann ist es ja eigentlich noch unkritischer. Also wir hatten ja, das war ja unser, glaube ich, so ein bisschen der gemeinsame Konsens, dass man sagt, wenn es ausschließlich auf so einer Plattform läuft, dann ist es doof, aber wenn es ein Ausspielkanal unter vielen anderen Ausspielkanälen ist, dann ist es doch eigentlich völlig unkritisch. Wusstest du das, dass jeder da? Ja. Bitte. Also jeder, der nicht zu den Originals gehört, ja, das wusste ich. Du reichst ja deinen Podcast dort im Prinzip selber ein, um ihn dort veröffentlicht zu sehen. Was ich aber so, das kann man sicherlich so erzählen, ich bin ja Teil dieses kleinen Teams bei Wispod, also wissenschaftspodcasts.de, und da bekommen wir ja zur Kuration für die Wispod Podcast-Liste Einreichungen für Projekte, die dort eben in diese Liste aufgenommen werden möchten. Und das ist wirklich erschreckend und erstaunlich, wie viele kein Feed mehr angeben. Also man bekommt sehr oft dann einfach nur eine Spotify-URL angegeben. So, hier ist unser Podcast.
Und ja, man kann dann eben versuchen herauszufinden, ob man den Feed findet oder man fragt mal eben nach, weil es muss ja einen geben. Aber das an der Stelle merkt man schon, dass da die Wahrnehmung, vielleicht auch von jungen Projekten, das kann ich jetzt nicht sagen, was da die Ursachen, was da die Ursachen sind, aber der Feed wird oftmals nicht mehr angegeben. Also man scheint ihn selber schon nicht mehr überall für so relevant zu halten. Das ist Spotify wird genannt. Ach so, und auf der Spotify-Seite wird der Feed nicht angezeigt, dass man dann wieder abholen kann. Den sollst du sollst ja bitteschön bei Spotify dir ein Konto klicken und die Spotify-App benutzen. Ah, das war jetzt sozusagen meine naive Vorstellung, dass der RSS-Feed dann eben auch auf der Webseite von Spotify zu finden wäre. Aha, okay. Es muss im Hintergrund einen RSS-Feed geben, weil das ist das Ding, was man bei Spotify einreicht. Aber dann ist da die Sackgasse. Da geht's dann nicht mit dem RSS weiter. Ah, ja, jetzt habe ich's verstanden. Spotify holt sich dort die Metadaten und zeigt dann die Podcast-Daten eben auf der eigenen Plattform an. Im Prinzip das, was Apple auch tut. Und ja, das ist es dann aber auch. Okay. Aha, okay, ja, gut. Das ist eine interessante Beobachtung, die du da gerade geschildert hast, dass der RSS-Feed dann tatsächlich so an seiner Bedeutung dann doch verliert und nicht mehr kommuniziert wird. Ja gut, dankeschön. Das war Daniel für deinen Beitrag. So, und damit die Vera gleich den kurzen lesen kann, muss ich jetzt wohl den langen lesen von Dirk. Kommt vom 8. April, also von heute, 9.46 Uhr, ein morgendlicher Tweet. Hallo Sendegarten-Team. Ich habe meiner Frau, die keine Podcasts hört, von der Diskussion mein Podcast bei Spotify einstellen, zwar mehr Reichweite generieren, aber unterstützen, was ich eigentlich nicht will, das war alles in Anführungszeichen gesetzt, versus Spotify nicht unterstützen und auf die Reichweite verzichten, erzählt. Sie als Außenstehende hat überlegt, ob diejenigen, die Spotify als einzige Audio-App nutzen, vielleicht zu den Menschen gehören, die schnell konsumieren wollen. Also, dass das Spotify-Klientel gar nicht das ist, welches mehrere Stunden euch oder anderen Langformaten wie MinCorrect oder Clean Electric zuhören wollen. Und die wenigen, die bei Spotify das vielleicht tun würden, finden meinen Podcast in der Menge nicht. Ihr Fazit? Wenn die Reichweitenerhöhung so gering ist, wie sie mit den genannten Argumenten vermutet, lohnt sich die sowieso nicht gewollte Unterstützung nicht. Ich sag das nochmal. Also ihr Fazit von die Frau vom Dirk. Wenn die Reichweitenerhöhung so gering ist, wie sie mit den genannten Argumenten vermutet, lohnt sich die sowieso nicht gewollte Unterstützung nicht. Da stelle ich mir die Frage, ob es schon Erfahrungen oder Messwerte gibt, wie hoch der Anteil von Spotify-Hörern bei den Podcasts im Durchschnitt ist. Grüße in den Garten von Dirk, der zuerst mit Dirk Prims verwechselt wurde. Schöner Running Gag, ja. Dankeschön, Dirk. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Daten. Ich weiß von nichts. Wisst ihr irgendwas? Hast du Erfahrungswerte, Lars oder Sebastian, du? Oder Vera, du? Also, nee, ich habe eigentlich auch keine jetzt. Es ist, als würdest du gerade noch zusammenrechnen. So. Ja, Moment, ich mache mal einen Strich drunter. Ich überlege gerade, ob das, zwei Hin, was ich im da Sinn. Im Hinterkopf habe, irgendwie. Aber nee, es sind keine wirklichen. Also Tobi hatte ja mal berichtet davon, wie seine HörerInnenzahlen sind, da weiß ich jetzt aber nicht mehr die konkreten Werte, die waren schon recht hoch, also es war jetzt nicht so, dass da kein kleiner Anteil also von seinem Podcast, Einschlafen-Podcast, also insofern, gut, das ist natürlich jetzt auch ein sehr zugängliches Thema, ne, also wenn er da sehr früh mit drin war, dann
ist das wahrscheinlich auch sehr, sehr gut angenommen worden. Und wenn man da nicht, wie ich jetzt, wir hatten ja auch schon spekuliert, mit so einem Wissenschaftsschwerthema kommt, ob das vielleicht dann auch so die übliche, und jetzt zu dem späten Zeitpunkt irgendwie eine Rolle spielen könnte. Aber schwer zu sagen. Also es ist wirklich, also wenn man es quantitativ festmachen will, weiß ich nicht. Also müsste man sich wahrscheinlich, da gibt es sicherlich Zahlen zu, aber ob das, ist halt die Frage, was will man erreichen? Ist Reichweite das, was man erreichen will? Dann sind ja auch andere Plattformen wie TikTok oder was auch immer. Da muss man vielleicht, sollte man vielleicht versuchen, alle oder viele zu bespielen. Aber ob Quantität denn das, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Also ich bin da genauso ratlos wie kann da keine Empfehlung abgeben, wie beim letzten Mal auch schon. Also ich wüsste jetzt nicht, warum Spotify, bloß weil man Spotify benutzt, ist eine qualitative Art ist, ich möchte nur kurze Podcasts hören oder nur leicht zu konsumierende Podcasts oder so. Wenn jemand über Spotify Podcasts entdeckt und dort mal in Sachen reinhört und sagt, Mensch, das ist total toll, dann ist dieser Mensch in dem Moment erstmal nicht motiviert, Spotify zu verlassen, wenn der Stoff da gefunden wird. Sei es nun Mincorrect, Clean Electric oder irgendwas, was kürzer ist von den Episoden her. Ich glaube, in dem Moment kann der Mensch auch einfach da bleiben und dort weiterhören, weil da ist das da. Vielleicht ist das in dem Moment auch wieder diese Wahrnehmung, bei Spotify kann ich Podcasts hören. Und vielleicht gibt es dann eben keinen Trigger, extern zu gucken, zu sagen, ich schaue noch mal eben, was ist denn außerhalb dieser Welt und wie suche ich denn danach? Deswegen diesen Rückschluss würde ich jetzt für mich erstmal, also ich von meiner Seite würde sagen, glaube ich so nicht. Ich glaube, ich habe jetzt den Faden verloren. Was glaubst du nicht? Kannst du das noch mit einem Wort oder so sagen? Sie als Außenstehende hat überlegt, ob diejenigen, die Spotify als einzige Audio-App nutzen, vielleicht zu den Menschen gehören, die schnell, schnell konsumieren möchten. Also, dass das Spotify-Klientel gar nicht das ist, welches mehrere Stunden euch oder anderen Langformaten wie Mincorrect oder Clean Electric zuhören wollen. Diesen Schluss teile ich nicht. Ich wüsste nicht, warum das so sein sollte. Wenn jemand über Spotify auf Podcast stößt, warum und sagt, Mensch, das finde ich prima und schaut dort weiter rum, dann ist dieser Mensch eben vielleicht gar nicht motiviert, anderswo zu gucken. Ja. Vielleicht ist es sogar praktisch, wenn dieser Mensch vorher einen Podcatcher hatte und sagte, jetzt habe ich alles in meiner einen Spotify-App. Juhu. Auch das ist denkbar. Also würde ich das jetzt nicht einfach so sagen, ja, Spotify-Hörer, die wollen alles nur schnell und die hören keine Langformate. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Und nach dem, was ich irgendwie, glaube ich, auch von den Kollegen von Mincorrect gehört hatte, haben die ja auch einiges an Hörern dort und Hörerinnen. Ich glaube, ich habe zwischendurch mal die gegenderte Form verpatzt oder vergessen. Sorry dafür. Was hast du vergessen? Ich glaube, ich habe zwischendurch mal nicht gegendert. Das wollte ich nicht. Nicht gendern. Ach. Also, ja. Ja, die Kolleginnen von Mincorrect natürlich. Ja, also immer schon drauf wobei lassen. Das sind ja halt die Kolleginnen. Also das passt schon. Aber jetzt verliere ich allmählich den Faden. Ihr wisst, was ich meine. Super. Ja. Sehr schön. Oh, guck mal, eine weiß, was du meinst. Das ist doch klasse. Vera, du weißt, was gemeint ist. Nur eine Frage noch zur Aufklärung. Gab es bei Spotify nicht auch Hörbücher zu hören? Das wären doch die ultralangen Formaten. Also abgesehen von den drei Vogonen-Podcasts, die 9 Stunden laufen. Aber sagen wir mal so, ein Hörbuch dauert doch auch schon mal ein bisschen was länger.
weiß keiner von euch. Wenn man Spotify Hörbücher googelt, findet man dort wohl Treffer. Ich weiß allerdings, was da jetzt, ich weiß nicht, was da alles drin ist, aber ich sehe zum Beispiel, ich weiß nicht, ist das Simon Beckett, keine Ahnung, spricht er sich Deutsch oder Englisch, da finde ich was, das sind ja dann, glaube ich, Bücher, ne? So Krimis oder sowas. John Sinclair. Hörbücher, das ist so, Top 100 Autoren, also da scheint wohl was drin zu sein. Ah, siehste. Also das ist auch nicht für schnell. Mit Sicherheit nicht. Es sei denn, das ist dieses Kompressionsformat, wo immer schön Werbung gemacht wird, unter anderem in der Lage der Nation, wo du dir in 15 Minuten ein Buch von, was weiß ich, 1000 Seiten erklärt bekommen lassen kannst. Finde ich immer witzig. Ich frage mich, wie das funktioniert, aber vielleicht will ich es auch gar nicht so ganz genau wissen. Egal, jetzt bin ich etwas abgedriftet. Ich denke, das mit dem Spotify können wir damit auch abschließen. Ne? Also da haben wir jetzt wirklich alles zugesagt. Ja, mir fällt da nichts mehr zu ein. Hast du noch eine Meinung, Vera, dazu? Dich haben wir noch nicht gehört, genau. Ja, nö, also das Gleiche. Also ich habe Spotify nicht. Ich kenne halt jetzt wirklich viele Menschen, die das Podcasten halt für sich neu entdecken und halt, ja, alle irgendwie so auf Spotify setzen, auch genau aus dem Grund, weil sie überhaupt nicht wissen, dass es Podcatcher gibt, dass es FIT gibt, dass es sowas gibt, sondern für die ist Spotify tatsächlich gleich Podcast, gleich Spotify und was anderes gibt es überhaupt nicht. Also die hören dann auch so die Top 10 und nur halt das, was alle hören und ja, gucken dann gar nicht weiter, was es vielleicht sonst noch so gibt und ob es bessere Formate gibt, sondern ja, True Crime und Top 100 der besten Charts der Podcasts und so ein Quatsch, ja. Ja, da tut sich eine ganz andere Welt auf irgendwie, aber naja, gut. Die soll auch existieren, also. Na eben. Genau. Geben und Leben und geben lassen. Meine Güte. Gut, du hast gesagt, du nimmst dir den kurzen Kommentar vor. Also bitte, ja, dann lass doch mal Kommentar bitte hören. Genau, mit den Schachtelsätzen. Ich habe der ja vorher nicht. Super, toll, habe ich das gemacht. Ja, du bist doch ja hier spracherprobt von den. Ich organisiere bloß. Ich sitze ja nur im Publikum und höre zu. Naja, aber ich lese jetzt vor hunderttausenden Menschen. Du liest jetzt. Jetzt liest Vera. Ja. Was meinst du denn, warum wir den kurzen Kommentar abgegeben haben? Genau, André. Weil er uns zu kompliziert war. Ja, also ich lese jetzt den Kommentar von André, der heute um 17.08 Uhr gepostet worden ist. Ich habe nach längerer Zeit mal wieder reingehört und musste feststellen, dass Martin nach wie vor mit Erwartungen hadert, die er auf den Sendegarten projiziert sieht. Das war schon kein Erwartungsmanagement mehr, sondern eher Erwartungsabwehr. Wie viele Jahre ist jetzt diese Krisenfolge her? Also ich möchte dir einfach mal etwas Mut zusprechen, den Mut, Erwartungen zu enttäuschen. Anstatt zu versuchen, der Hörerschaft eine sich möglicherweise entwickelnde Anspruchshaltung auszureden, einfach die Menschen in ihren Ansprüchen enttäuschen. Vielleicht hilft noch der Hinweis, dass es Leid, wenn die eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden, erstmal nur bei denjenigen liegt, die sie hatten. Tja, recht hat er. Finde ich. Finde ich auch. Er hat ja recht. Ja. Er hat völlig recht. Ja, ich habe Angst davor, Menschen zu enttäuschen, aber eigentlich ist es genau das, was wirkt. Also ich mache einfach, was ich hier will oder was ihr mir gestattet oder was wir gemeinsam uns ausdenken und dann ist das eben das, was es ist und Ende, genau. Gelände. Und deswegen hören wir den Sendegarten alle so gern, weil er so ist, wie er ist und nicht, weil wir erwarten, dass irgendwas wird, was es nicht ist oder so. Ja, aber wenn morgen alles ganz anders ist, weil ich plötzlich eine neue Idee habe, dann ist es ja nicht mehr der Sendegarten. Aber ich will mich überhaupt nicht,
ich will kein Erwartungsmanagement betreiben und auch keine Erwartungsabwehr, aber das ist genau richtig. Also Andrea hat das gut erkannt. Tatsächlich habe ich angefangen, mich zu wehren, und ich brauche gar nicht zu wehren, ich muss einfach ignorieren. Was ist mir doch egal, was die Leute sagen. Solange du, Sebastian und Lars sagen und Claudia, vor allen Dingen Claudia, sagen, das ist alles okay so, dann ist es halt auch okay so. Und Vera. Genau. Ja, du, hatte ich gesagt. Genau, ja. Ich sollte lernen zuzuhören. Ach, das wird überbewertet. Das wird völlig überbewertet. Genau, also wir werden uns für nichts mehr entschuldigen hier. Wir machen jetzt, was genau wir wollen. Das. Haben wir ja schon immer gemacht, aber wir haben es besser versteckt. Jetzt machen wir es absichtlich. Ja, in der Tat, wir haben ja jetzt heute keinen Gast, so in der richtig, und wir haben kein richtiges Thema und so weiter. In der Tat habe ich so ein bisschen heute Nachmittag so vor mich hingeschwommen und gesagt, was wird das heute Abend eigentlich? Ne? Ich habe keinen Plan. Normalerweise habe ich so eine grobe Vorstellung, so wie letztes Mal, wenn Henning kommt, ach, den kenne ich aus dem und dem und dem Zusammenhang, den kann ich die Frage stellen und so weiter. So wie jetzt einfach so rein und gucken, was passiert. Dann kommen 5 Fragen aus dem Chat, die werden halt da beantwortet und so. Ist mir nicht so ganz geheuer. Also ich fühle mich nicht so richtig wie der Steuermann, sondern hier steuert irgendwas anderes. Und das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen unheimlich. Aber ja, ist dann eben so. Da muss ich durch. Und ihr steuert ja mit. So, haben wir das auch. Super, haben wir unseren Auftrag erledigt. Jetzt haben wir die Kommentare auch mal vorgelesen. Dankeschön übrigens an alle, die da was geschrieben haben und vor allen Dingen so viel. Und Entschuldigung dafür, dass sie manchmal 2-3 Tage bis zur Freigabe warten. Ich gucke nicht jeden Tag da rein, muss ich gestehen. Heute, und ich habe ja gesehen, es waren ja auch 2 von heute, die haben Glück. Sie brauchten nur einen Tag zu warten oder einen halben. So. Okay, dann ist eigentlich das Programm, was wir jetzt hier auf unserer Planungstafel haben für die Gartenbank, so durch. Wir könnten noch spontan Themen aufgreifen. Ich habe vorhin gesucht, weil ich das über Tag irgendwie gesehen hatte. Es gibt jetzt eine finanzielle Bewertung von diesem Clubhaus, von diesem neuen Dienst, der ja da so herausgesprossen ist, und wo wir ja auch mal drüber gesprochen hatten und auch die Frage ist, wie kann man denn damit eigentlich Geld verdienen? Ich glaube, inzwischen kann man wohl Werbung schalten. Das habe ich am Rande mitbekommen, und der Simon Dücker, ich glaube, der schrieb heute auf Twitter, nannte er eine Zahl, genau, vor 3 Stunden schrieb er, Linktipp, Twitter wollte Clubhouse wohl für Milliardenbetrag kaufen. Milliarden. Wir fragen uns vor ein paar Wochen noch, wie kann man damit überhaupt Geld verdienen? Und dann sind da Leute, die wollen dafür Milliarden ausgeben. Vielleicht Dollar, keine Ahnung. Der Link geht auf, wie heißt die Seite? Ach, Heise, okay. Bei Gesprächen zu einer möglichen Übernahme von Clubhouse durch Twitter soll die Unternehmensbewertung auf 4 Milliarden US-Dollar gesetzt worden sein. Ich verstehe diese Prozesse nicht. Ich glaube, ich wäre nie ein guter Unternehmer. Naja gut, das nur so am Rande. Wie kommt das so an bei dir, Lars? 4 Milliarden US-Dollar für Clubhouse? Ich bin bei sowas ahnungsfrei. Da werden für die Startups werden teilweise Beträge aufgerufen, wo ich dann sage, okay, ist für mich teilweise ja meist nicht nachvollziehbar, wobei das einfach auch solche Summen sind, die für mich irgendwie, ne, ja, das ist eine Zahl und sie ist eine große Zahl, und vielleicht vergleicht man auch mit anderen großen Zahlen. Ansonsten ist es einfach irre viel. Und ja, kann eine Blase sein, ist vielleicht auch keine. Ich habe mich mit dem Clubhouse noch nicht weiter beschäftigt. Kann ich nicht viel zu sagen. Also ich habe mir keine Meinung gebildet.
Ja. Ich komme mit dieser Exit-Strategie immer noch nicht so klar. Ach, das war doch, als die Claudia, also die andere Claudia, da war, da hatten wir, glaube ich, über Clubhouse gesprochen. Sie sagte, die haben eigentlich eine Exit-Strategie vor, die Entwickler da. Die wollen etwas auf den Markt werfen und das dann für möglichst teuer Geld weiterverkaufen. Das ist so. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde eine Bäckerei aufmachen oder irgendwas, ne, so wo ich mich verwirklichen kann, wo ich meinen Traum von oder eine Brauerei oder irgendwie sowas, wo ich den Traum, den ich mein Leben gehabt habe, dann irgendwie da so umsetze, so ein Liebhabergeschäft, da käme ich ja nie auf den Gedanken, auf einen Exit zu spekulieren und zu sagen, ja, ich baue das jetzt hier auf, um das dann in 2 Jahren möglichst an, was weiß ich, Brau und Brunnen, früher gab es das, heute gibt es das noch nicht mehr, in irgendeinem großen Bierverlag zu weiter zu verkaufen oder so. Käme mir nicht in den Sinn, aber vielleicht ist das auch ein sehr antiquiertes Denken bei mir. Bin ja aus dem letzten Jahrtausend. Von daher kann das ja durchaus sein, dass heute die Welt auch anders funktioniert. So wie Sebastian jetzt auch nicht Studio Link entwickelt hat, um es dann irgendwann mal an irgendeinen Großkonzern weiterzugeben. Oder hast du das auch, denkst du auch an Exit? Unterstelle ich dir da gerade was gar nicht so ist? Nee, ich denke, es sind auch Prioritäten. Es ist halt, es sind halt verschiedene Lebensmodelle, glaube ich, die da einfach dahinter stecken. Ne? Also auf der einen Seite, was für die einen eine Lebenserfüllung ist, ist für die anderen vielleicht nur ein kurzer Zeitabschnitt und dann ist es halt wieder vorbei und dann wird man sich mit dem Einkommen, was man da generiert hat, dann wieder neuen Projekten. Das, ne, also ich glaube, so eher müsste man das sehen. Also, ne, und ich habe da so ganz romantische Vorstellungen. Ich liebe Bücher und mache so einen kleinen Buchladen auf, so richtig schön, so inhabergeführter kleiner Buchladen und dann nach 2 Jahren verkaufe ich den dann an Thalia. Und dann hast du da so ein namenloses Geschäft. Oder ich habe total die Freude, so ein kleines Café aufzubauen und denk mir ganz toll, wie das denn so werden kann und back den Kuchen selber und so weiter und kaum läuft das richtig, dann gebe ich das Starbucks in die Hände. So. Das ist doch alles, geht doch da was verloren, so von dieser Romantik. Aber wahrscheinlich bin ich echt an der Stelle ein bisschen blauäugig und ein Träumer. Weil du schon, wie du gesagt hast, ne, das sind Lebensmodelle. Der eine fängt das eben genau mit dem Gedanken an. Vielleicht kann Starbucks an der Ecke, wo ich das Café habe, ja noch eine gute Filiale gebrauchen. Und dann mache ich das so richtig teuer und attraktiv für die und hole mir dann richtig Geld ab. Ja. Ja, es ist auch ein hartes Geschäft. Also ich meine, diese, es ist ja alles spekulativ. Es ist, weil ich meine, diese Bewertung basiert ja nicht auf dem realen Wert dieses Unternehmens, sondern einfach nur, was es in diesem Moment wert sein könnte. Und das ist eine fiktive Zahl eigentlich. Da steckt ja nichts Reales, kein realer Wert dahinter und der kann auch morgen wieder weg sein. Und das ist halt dann das Risiko, ne? So sehr risikobehaftet dann auch, ne? So zu spielen. Und das geht ja auch oft genug schief. Also es ist ja nicht so, dass alle Startups, selbst wenn sie mal eine hohe Bewertung haben, dann auch wirklich diesen Exit erreichen und so lange durchhalten oder die Blase dann vorher schon geplatzt ist. Weil jemand anderes, ich meine, mittlerweile haben ja alle Dienste wie Twitter und so weiter angekündigt, eigene Sachen oder haben schon eigene Sachen da auf den Markt geschmissen. Discord hat letztens auch, glaube ich, was veröffentlicht. Also da wird sich zeigen, was davon jetzt stabil bleibt und welche Funktionen jetzt wirklich dann langfristig genutzt werden. Ne? Aber manchmal sind solche Sachen halt auch, sorgen halt für eine Disruption, ne? Also das ist vielleicht auch manchmal, also wenn ich mir was Positives aus sowas heraussehen kann, dann ist es vielleicht manchmal, dass es halt wirklich man wachgerüttelt wird durch eine Technologie oder eine andere Form dieser Technologie, die man so auf klassische Art und Weise vielleicht nicht erreicht hätte zu zeigen, ne? Also
ist manchmal ein bisschen schwierig, ne? Du verwendest jetzt das Wort Disruption, was bei mir negativ belegt ist, und du benutzt das im positiven Kontext. Das finde ich spannend. Was meinst du damit, man hätte das auf andere Art nicht erreichen können? Also mein Beispiel mit dem Café, inhabergeführtes kleines Café versus große Kette. Naja, sagen wir mal genau, bleiben wir beim Café, und du willst jetzt einen Café entwickeln, der neu ist, eine neue Kaffeesorte, die, keine Ahnung, verträglicher ist, was weiß ich, aber, ne? Aha. So, das, wenn du jetzt dein normales Business hast, dann ist es vielleicht nicht möglich, das zu entwickeln, ne? Weil du ja gar nicht aus deinem eigenen, gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, eine Entwicklung anzustreben oder, ne? Also es gibt einfach Technologien jetzt zum Beispiel, oder nehmen wir mal SpaceX, sowas wie SpaceX, ja. Raketen, ja, die wiederverwendet werden können. Das kannst du nicht mit einem entsprechenden großen finanziellen Aufwand erreichen. Und das ist dann eine Disruption, also eine positive Disruption, die einfach dazu führt, dass hier eine neue Technologie sich Bahn bricht, ne? Und die klassischen Wege wie Luftfahrtbehörden haben das ja nicht, haben diese Innovation ja nicht aufgestellt oder aufstellen können. Also, ne? Nö, die haben in den Lehrbüchern gelesen, dass das nicht geht. Und Herr, wie heißt er, Musk, der kann nicht lesen, und der hat einfach gesagt, oh, geht trotzdem. Na, das sind vielleicht so Litfaßsäulen fliegen. Das sind so positive Disruptionen, die ich gemeint habe. Ne? Das ja, kann halt okay. schon halt so etwas führen und uns als irgendwo weiterbringen. Ob das jetzt immer gut ist, ob das immer gut ausgeht, ne? Ich mag auch nicht zu bewerten, ob das insgesamt für uns besser ist, solche Sachen zu haben oder nicht. Das sind jetzt vielleicht Ökonomen die besseren BeraterInnen für sowas, aber ich kann mir da durchaus positive Aspekte rausziehen oder vorstellen, die da passieren können. Danke, das ist echt angenehm, dass ich da auch mal was Positives drüber höre. Und auch der Gedanke, den du mir vermittelst, ist tatsächlich etwas, wo ich was Positives anknüpfen kann. Für mich war das so Startup-Bullshit-Bingo. Also dass junge Leute, die gerade mal 3 Zeilen programmieren können, sagen, ja, wir machen das jetzt mit einer App. Also alles, was vorher irgendwie solide funktioniert hat, machen wir jetzt mit einer App. Und dann kommt da irgend so ein Quark dabei raus, wo eine App noch viel weniger taugt als was weiß ich, eine Wasserwaage. Ne? Also wir ersetzen die normale Wasserwaage durch eine App-Wasserwaage oder so. Und jeder Schreiner oder jeder Tischler, der benutzt jetzt eben seine App als Wasserwaage. Und das wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass das nicht so gut funktioniert, weil die einfach zu kurz ist. Du brauchst vielleicht dann auch mal einen Meterstab oder noch länger, um vernünftig mal ein Niveau auszumessen. Ja. Aber da auch vielleicht wieder so ein Beispiel, ne? Klar, Wasserwaage ist dann wieder zu einfach gedacht, aber so Aufmaßprogramme heutzutage, wo du halt dann in Sekundenschnelle halt mathematisch gut berechnet die Raumgröße hast und so ein Aufmaß in Sekundenschnelle dann ein Angebot erstellen kannst mit den Maßen, das ist natürlich dann wieder schon wieder attraktiver, ne? Also ne, da muss man wieder mal gucken, wo geht das hin, ne? Das haben wir zum Beispiel sehr deutlich gesehen, als die Maklerin dann hier war, um das bisherige Heim unters Volk zu bringen quasi, wie schnell jetzt die Wohnflächenberechnung möglich war, eben durch ein völlig anderes Werkzeug, mit dem die Raummaße bestimmt werden konnten. Hat die Fotos gemacht und dann wurde das daraus berechnet oder was? Nee, die hat so ein kleines Gerät gehabt, hat das dann eben von Wand zu Wand einfach ohne Maßband oder so, keine Ahnung, ob das Laser oder Ultraschall, ich schätze, es ist eine Lasergeschichte, werden die Maße aufgenommen und dann kann sie eben auch sagen, ja, wenn es zum Beispiel ein rechteckiger Raum ist, dass an der Stelle direkt eben auch die Maße bereits berechnet werden und dass du dann sagst, okay, das ist Raum 1, Raum 2, Raum 3, Raum 4. Sie weiß, in welcher Reihenfolge wir in welchem Raum waren, dann hat sie am Schluss eben einen Zettel gemacht, hat am Schluss die Summe gebildet und die Wohnflächenberechnung war noch vor Ort fertig. Und dann die Schätzung der
des Verkaufspreises, die Empfehlung, die kam dann eben auch sehr kurzfristig. Das war damals, als wir die Schätzung machen ließen, das lief ein bisschen komisch. Wir als Käufer haben dieses Haus auch beim Kauf vor 15 Jahren schätzen lassen. Das dauerte deutlich länger und war sehr viel aufwendiger. Okay, ja. Ja, ich sehe schon, da ist also auch in diesem komischen Wort Disruption, was für mich eher so Zerstörung ist und das gute Alte wird einfach mal über Bord gekippt und durch was Neues ersetzt, was aber nicht die gleiche Qualität hat wie das gute Alte, nur es ist halt moderner, es ist halt neu. Es klingt irgendwie nach modernem und Hipster-Kult und so. Ja, und da es ist eben, ich so ein bisschen. Also ich verwehre mich ein bisschen gegen diesen das gute Alte, weil bloß weil es alt ist, war es vielleicht eben nicht unbedingt auch die beste Lösung. Ich will nicht sagen, dass alles, was alt ist, irgendwie Käse ist oder so. Aber es gibt nun mal Technologien, die einfach dann, wo man dann auch sagen darf, sie ist schlicht besser. Und bloß weil das andere älter ist und das andere vielleicht diese Sache total das Potenzial hat, das abzulösen, ist es eben nicht schlecht. Dann ist das andere vielleicht einfach überholt und das ist auch eine Disruption. Ja. Also ich würde, wahrscheinlich wird man da jetzt sehr herrliche Diskussionen führen können, aber zum Beispiel digitale Fotografie oder so. Ich weiß, es gibt jede Menge Fans für analoge Fotografie, ganz klar. Für mich persönlich ist die digitale Fotografie und die Möglichkeiten da ein großer Schritt nach vorne gewesen. Das kann man aber diskutieren. Ja. Hast du noch Schallplatten? Ich habe noch Schallplatten, aber ich habe keinen aufgebauten Schallplattenspieler. Ich habe allerdings einen im Keller. So alle paar Jahre, wird er mal wieder angeschlossen. Wobei ich jetzt aktuell tatsächlich überlegen müsste, weil ich kein Mischpult mehr habe mit einem Vorverstärker. Müsste ich mal sehen beim nächsten Mal, wie ich das mache. Ja. Ja, aber genau, ja, das stimmt natürlich. Aber ich habe zum Beispiel erzähl ruhig. Ich versuche mich gerade selber so ein bisschen zu hinterfragen, warum ich das so negativ sehe. Aber es ist viel besser, wenn du erzählst. Also ich habe zum Beispiel auch einen großen Haufen DVDs und Blu-rays über die Zeit hinweg zusammengesammelt. Und sehe dieses Kapital, was da über die Zeit lang hineingegangen ist. Ich mag Filme und später eben auch die moderneren Serien sehr. Deswegen, ich bereue es nicht, diese Sachen zu konsumieren. Allerdings, durch die Streaming-Dienste wird es immer seltener. Also ich kaufe kaum noch welche. Und wenn ich sage, ja, ich könnte diese Sammlung eigentlich auch auflösen, ich kriege nichts mehr dafür. So, auch dort ist also etwas passiert und abgelöst worden. Und das ist für mich aus Konsumentensicht mit dem Streaming, mit dem Videostreaming eigentlich sehr viel schöner, weil wenn ich so eine blöde DVD oder Blu-ray reinlege, dann kriege ich erstmal einen Haufen Raubkopierer sind Verbrecher und vielleicht finden sie sich auch ganz nett und sagen, bedanken sich dafür, dass ich dieses Produkt gekauft habe, obwohl ich eigentlich nur diesen Film sehen will. Dann kriege ich ein paar Zwangstrailer. Manchmal darf man sie überspringen, manchmal nicht. Dann bekomme ich noch irgendwelche Disclaimer, dass die Audiokommentare nicht die Meinung des Studios darstellen, bla bla bla. Wenn ich zu einem Streamingdienst gehe und drücke Start, dann startet das einfach. So, das heißt, sie haben es also geschafft, dieses Medien mir so zu verleiden, dass ich dafür gar kein Geld mehr ausgeben will. Der Sicht bin ich froh über Streamingdienste tatsächlich. Und also die würden wir dann auch unter disruptive Techniken fassen. Zumindest bei mir, mit meinem Konsumverhalten an der Stelle, ist es eindeutig so, dass es, sagen wir mal, zu 95, vielleicht sogar mehr Prozent die physikalischen Medien in meinem Regal ablöst. Aus Gründen, wenn ich also irgendwo einen bestimmten Film sehen möchte, den ich in der Sammlung habe, dann nehme ich meist noch die Scheibe, weil A, dafür habe ich sie gekauft und B, muss man dafür dann keine Server oder irgendwas belasten. Das ist dann halt einfach hier.
Aber zum Beispiel, wenn ich eine DVD habe und ich sehe, dass ich beim Streamingdienst eben diesen Film in HD gucken kann, ja, dann packe ich die alte Scheibe auch nicht mehr aus. Das ja. Geht mir tatsächlich ähnlich. Also wenn ich so auf die letzten 10 Jahre zurückblicke, da ist bei mir Streamingdienst auch genauso wie beim Lars definitiv die Oberhand gewonnen. Ne? Also es ist krass, weil eigentlich sind es, ja, es sind eigentlich erst so, wann habe ich angefangen mit dem ersten Streamingdienst? Ich glaube, es war noch Watch Ever 2014, kann das hinkommen? 2013 so den Zeitraum. Es ging doch relativ spät, glaube ich, hier erst los. Ja, man musste vorher musste das ja Raubmord kopieren oder so, ne? Und dann war ja schon immer das Argument, ja, mach das doch offiziell, dass man es kaufen kann. Ich würde ja Geld dafür geben, aber ich krieg's halt nicht. Und irgendwann konnte man sich ja dann von diesem, wie war das? Es gab doch irgendwas mit so einem Esel, glaube ich, ne? So irgend so ein Dienst mit Esel, von dem ich nur gehört habe. Ich benutze sowas selber oder habe das nicht benutzt. Dann wurde dann irgendwann kam der erste der tatsächliche mit Esel. Das musste bei mir jetzt auch erstmal durch. Glücksspiel, was du bekommst. Ne, und dann, ja, es ist relativ relativ spät hier erschienen in Europa. Also ich glaube, in den Staaten gab es das schon früher, ne, so diese Angebote. Ja, Netflix ist schon älter in den USA. Gut, die haben auch mit DVD-Verleih, glaube ich, angefangen und haben sich dann erst zu einem Streaming-Dienst umfirmiert. Ja. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag zu dem Dienst mit dem Esel. Da muss ich doch mal reinstöbern. witzig. Tatsächlich. Das ist auch wieder so. Mimikry. Ich habe davon irgendwann mal so gehört und zack, habe ich es aufgeschnappt. Und genau das Richtige gesagt. Sehr gut. Aber ich danke, ich muss euch beiden wirklich danken, dass ihr mir diesen Begriff nochmal neu mit Inhalt gefüllt habt. Ja. Für mich aber, war das wirklich so ein, genau, habe ich schon dreimal gesagt, das Prinzip ist klar. Bitte, sprich. Ja, aber natürlich gibt es auch ganz viele Startups, auch ich hatte es glaube ich eben schon gesagt, dass, wo das natürlich nicht zutrifft oder wo halt wirklich nur, wo auch Mitarbeiterinnen ausgebeutet werden, wo wirklich Dinge passieren, die nicht gut sind für unsere Gesellschaft. Aber ja, wie schon gesagt, es ist schwer dann aufzuwerten oder das zu unterscheiden und wo halt wirklich so eine positive Disruption passieren kann oder was gut ist. Ich meine, Elon Musk ist ja auch umstritten, ne? Ich meine, die Arbeitsbedingungen manchmal, ob die wirklich alle so gut sind, ob das alles so gut ist, sein Arbeitstempo, was er vorgibt und so weiter. Ne? Ich kann es nicht bewerten bis ins letzte Detail, aber da sind auch sicherlich eine Kehrseite dabei, die man sich auch immer wieder mal betrachten sollte, ob das dann, ne? Also ja, also das für mich im Moment naheliegendste Beispiel sind so automatische Wahlmaschinen oder so oder das digitale Wählen. Also wo man, das liegt ja auf der Hand zu sagen, lass doch die Menschen, die da eine Wahl haben, bei der Bundestags-, Landtagswahl, was weiß ich für eine Wahl, lass dies das doch auf so einem Tablet eintippen, dann haben wir hinterher sofort eine Summe. Wir brauchen zur Auszählung einen Bruchteil von einer Sekunde, dann ist das Ergebnis da, ist doch total super. Und die Euphorie ist ja auch erstmal da gewesen und dann kam man aber erst so nach und nach dahinter, naja, aber da steckt ja auch nochmal, also in diesem Papierwust, der da entsteht bei der klassischen Wahl, entsteht aber auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit und eine Sicherheit und eine Dokumentierbarkeit, die in diesem elektronischen System gegenwärtig nicht wirklich in gleicher Weise dargestellt werden kann. Und dann, also gibt ja Leute, die haben den Schritt nach vorne gemacht und wieder zurück, weil sie gemerkt haben, das ist eine tolle Idee, aber wenn man genauer hinguckt, nee, das Alte ist doch besser. Aber wie du schon sagst, es kann eben auch zum Guten, aber auch zum Schlechten ausgehen. Man muss halt genauer hingucken und nicht gleich schwarz-weiß denken, wie mir das jetzt gerade passiert war. Weil ich den Begriff Disruption, der klingt so, was zerreißen, was kaputt machen. Ne? Ja,
Ja, das, ja, das Zerreißen. Ja, also das alte Zerreißen und was Neues, ja. Ja. Neues immer besser. Klumphauen alles, ja. Neues immer besser, das stimmt nicht. Ja. Das stimmt nicht. Ja. Neue Besen kehren gut, sagt man, aber die alten, die kennen die schmutzigen Ecken. Das ist ein Spruch, den habe ich mal gehört und ich finde den großartig. Okay, haben wir das auch geklärt. So, Vera, möchtest du noch was? Abschließende kluge Worte zum Thema Disruption sagen? Nee, alles gut. Also ihr habt das alles schön aufgedröselt und alle Seiten beleuchtet und so. Ich bin zufrieden, dazu gehört zu haben. Okay, du schließt dich also umfänglich unserer Meinung an. Genau das, ja. Okay. Es ist ein kleines Wunder passiert. Bitte was? Die klugen Dinge finde ich auch so. Aber es ist ein Wunder passiert, Martin. Mehr. Welches Wunder denn? Ja, vorhin stand im Querbeet nichts und jetzt steht da plötzlich doch ein Thema im Querbeet. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt gehen wir mal ins Querbeet über. Wir haben ja diese Sendung, zumindest in der Pre-Show, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Aufnahme hatten, mit der Hommage an den Buchstaben Ö begonnen. Deswegen wollte ich diese Sendung eigentlich Ö ist der böste Buchstabe nennen. Und passend dazu gibt es jetzt hier ein Thema mit dem Buchstaben Ö. Glaube ich zumindest. Wer hat das eingetragen? Sebastian? Ja, dann erzähl mal. Du meinst den Roadcaster Pro? Ich sehe da Nein, kein Nein, das Ö. Ist der Rödecaster Pro. Ich wollte es nicht sagen. Ja. Genau, Anni hat im Chat das mal zugeworfen. Mir ist es die Tage auch mal untergekommen. Ich habe mich jetzt nicht intensiv damit auseinandergesetzt, aber anscheinend arbeiten die tatsächlich weiter an der Firmware und das auch sehr aktiv mit neuen Features. Also nicht nur Updates in Form von Bugfixes, sondern halt auch wirklich neue Funktionen. Das ist jetzt eine Beta-Version, die Beta 2.1.2, wenn ich es richtig sehe, die jetzt so ein paar Funktionen hinzufügt, wie zum Beispiel, dass man verschiedene weitere Soundpad-Modi dazu bekommt, dass man Dinge wegschalten kann. Also man kann Personen wegschalten, man kann einen Trash-Talk-Modus aktivieren, wo dann alle Remote-Teilnehmerinnen irgendwie weggeschaltet werden auf eine Weise. Trash-Talk ist so ein amerikanisches Ding, oder? Das ist eine Talk-Sendungsformat-Geschichte. Kann das sein? Zumindest ist es mir da schon mal irgendwie untergekommen. Könnt ihr das besser einordnen? Negativ. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Ich nicht. Okay. Trash? Also im Sinne also Trash wie, so wie Müll? Ja, wie Müll. Müll, also Trash-TV ist ja so ein stehender Begriff für gewisse Fernsehserien oder Sendungen oder Kanäle, aber das ist Trash-Talk. Trash-Talk. Audio? Trash-Talk. Und dann? Also es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu, der da heißt, Trash-Talk ist gemeinhin eine auf der Ebene der zwischenmenschlichen Kommunikation stattfindende verbal geführte psychologische Kriegsführung, die in Form von Beleidigungen ausgetragen wird und die sich oft durch die Verwendung von Metaphern, Übertreibungen und Wortspielen auszeichnet. Humoristischer bzw. ironischer Trash-Talk wird dagegen beispielsweise auf freundschaftlicher Beziehungsebene als Unterhaltung geführt. Vielleicht ist es das. Das ist sowas wie Alliteration am Arsch oder so, wenn sich also die beiden fetzen. Aber die Funktion, die damit verbunden ist, ist halt, dass die Remote-Teilnehmerinnen in dem Moment weggeschaltet werden. Ja. Vielleicht, wenn es zu arg wird. Okay, ja, dann liegt wenn's das dann passend gar nicht. Also für mich ist das eher so eine Zurufsendungsgeschichte, wenn jemand anruft und die Person wird weggeschaltet und hört nicht, was die anderen sagen, die lokal im Studio sind. Also ja, das so verstehe ich die Funktion. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht näher mit beschäftigt, ist auch alles Beta, wird wahrscheinlich irgendein stehender Begriff sein, den wir jetzt einfach gerade nicht kennen. Dann gibt es einen ASIO-Treiber für Windows, dass man das Ganze halt auch in anderen DAWs gut anbinden kann.
Ja, ansonsten, was war noch interessant? Den gab es bislang nicht. Anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt selber Beta ist oder ob jetzt nur die Firmware Beta ist. Da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, aber das kann ich jetzt nicht genau erkennen, aber ist mit aufgeführt. Ist auf jeden Fall ein eigener Download mittlerweile. Also ist jetzt nicht in diesem Firmware-Download mit verpackt, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe. Ja, genau, und ein USB-MIDI-Controller. Also man kann das Pad dann dazu benutzen, USB-MIDI zu sprechen, was natürlich auch so ein paar Automatisierungsdinge ermöglicht innerhalb von DAWs und anderen Anwendungen. Ja. Das war es dann eigentlich auch schon. Mhm. Ja, dieses Gerät mit dem wunderschönen Namen, das begleitet uns ja schon eine Weile. Und es ist interessant zu gucken, wie es sich da weiterentwickelt. Dankeschön. Dankeschön auch dem Andi, der das reingeworfen hat hier. Da haben wir doch noch ein bisschen Technik auf dem Querbeet gab es. Gut. Genau, vielleicht kann uns dann, ja jemand dann Trash Talk in den Kommentaren erklären. Vielleicht. Ja, das wäre nicht schlecht. 2 Minuten auf die Erntemaschine sprechen. Telefonnummer ist in den Shownotes angegeben. Mal eben erklären, was Trash Talk ist. Nicht vorführen, also nicht Beleidigungen und so weiter reinschreien. Das meinte ich nicht. Keine Praxisbeispiele, sondern mehr so die Theorie. Genau, das reicht. Sprecht uns Müll auf den Anrufbeantworter. Oh weia. Ich ahne, dass hier schon wer weiß, welche du da geweckt hast, welche Ideen. Aber gut, okay. So, dann ist das Querbeet durch. Es sei denn, einer von euch hat noch spontan irgendwas. Nö. Nö. Ich nicht. Vera, hast du denn schon Ultraschall 5 installiert? Weil da ich nicht diejenige bin, die sich um die Technik im Podcast kümmert. Nein. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich, wie gesagt, ich kenne Leute, die das können und das muss ausreichen. Ja, natürlich. Jemand kennt, ist gut. Genau. Wie kommunizieren wir gerade? Also was hast du? Studio Link Standalone oder was hast du gerade offen? Ich habe die Standalone-Version, ja. Aha. Und das reicht ja, das ist ja gut und funktioniert. Ja. Dank Sebastians Magie. Genau. Alles klar. Dann kommen wir mal zum Blühkalender. Auch in Zeiten des Abstands hat der Lars den Anstand, uns die Termine zu nennen, die in der nächsten Zeit anliegen. Bitteschön. Jo, wie immer habe ich Termine der nächsten 3 Monate rausgesucht. Quelle sind da das Termin-Wiki im Sendegate. Und was ich irgendwie kaum dazu gesagt habe bislang, es gibt auch noch so eine Liste von Meetups, wo gelegentlich separate Termine auftauchen, wo ich nicht genau weiß, warum sie gar nicht bei der Terminliste landen. Also, wobei das die Ausnahmefälle sind. Naja, aber los geht's am 22. April. Ab 19 Uhr gibt es das Podcasting-Meetup Franken. Das Ganze ist, sorry, ich muss mal eben husten. Das ist eine geschlossene... Das ist ein Running-Gag, oder? Was? Entschuldigung, dass man es mal eben husten muss. Kaum, dass du anfängst zu sprechen. Oder ist das... Das ist möglicherweise halt einfach ein Reiz, wenn man gerade spricht. Aber ich hatte könnte gestern sein, auch dass es mit Sprechen zu tun hat, ja. Ja, ich hatte aber gestern auch einen etwas unangenehmen Eingriff beim Zahnarzt. Vielleicht ist da auch noch irgendwas... Ah, nee. Also, keine Ahnung. Nummer 3 von 4? Ja, 2 von 3. Ein noch, dann bin ich durch. Aber das war gestern auch nochmal unerwartet unangenehm. Aber da sind halt noch Dinge wund, vielleicht kommt es auch daher, keine Ahnung. Aber Podcasting Meetup Franken, das ist eine geschlossene Meetup-Gruppe, deswegen müsste man für weitere Infos da mal eben schauen. Die Meetup-Gruppe heißt genauso Podcasting Meetup Franken. Am 29. April gibt es das erste Audio-Only-Barcamp, das findet virtuell statt. Thema ist die Nutzung des Mediums Audio in Organisationen. Infos zur Veranstaltung gibt es unter cogneon.de/audiobc21/. Cogneon schreibt sich C-O-G-N-E-O-N.
Am 8. Mai soll es den Day of the Podcast geben, dieses Mal in einer Different Edition. Momentan gibt es da die Ankündigung, weitere Infos folgen sicher noch. Auch geplant für den Mai ist das nächste Funheim, auch da folgen weitere Infos noch. Dann am 3. Juni soll der Deutsche Podcastpreis vergeben werden. Das ist dann entweder im Festsaal Kreuzberg oder eine Remote-Veranstaltung. Infos zu dieser Veranstaltung gibt es unter www.deutscher-podcastpreis.de. Und dann ist für Juli auch schon das nächste Funheim geplant. Auch da folgen weitere Infos noch. Im Terminwiki gibt es auch noch die Links zum Anklicken für die URLs, die so ein bisschen sperriger waren und genauere Adressen und so weiter. Und weil es ein Wiki ist, ist es offen für eigene Einträge. Also munter drauf los editieren und Dinge eintragen. Dann taucht das beim nächsten Mal hier mit auf. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Das waren also die Termine im Podcastland, soweit wir sie überblicken oder der Lars überblickt. Ich gucke ja gar nicht. Warum auch? Ich lasse mir das immer von dir erzählen. Das reicht mir ja auch. Ist gut. Ja, guck mal. Ja, ist mit den Remote-Veranstaltungen, also so die das Leben in dieser Szene, das wir vor 2 Jahren hatten, da sind wir noch halt leider sehr weit von weg. Ich hoffe, das findet irgendwann ein Ende. Ich habe es nicht gesagt. Könnte man Trash-Talk vielleicht mit Lästermodus übersetzen? Dass man die anderen wegschaltet, weil man über die lästern will? Aber es wäre eine sehr gehässige Bezeichnung für so eine technische Funktion. Das heißt, du würdest uns jetzt alle vom Stream wegnehmen und uns beschimpfen? Ja, ich vermute eher so in privater Runde, dass ich dann die, weil das ja wahrscheinlich auf die Vor-Ort-Aufnahme, die Remote werden weggeschaltet, das heißt, die Personen lästern dann über die Remote-Zugeschalteten. Aber das wäre doch mal ein Format. Du schaltest uns jetzt alle stumm, wir hören, was du sagst, du ziehst total über uns her und dann schaltest du uns wieder zu und guckst, was passiert. Also, das ist Trash-Talk, ja. Vielleicht haben wir es gerade herausgefunden, das könnte sein, ja. Achso, oder die anderen müssen dann erraten, worüber man gelästert hat. Oder über wen. Es ja. Klingt nach einer neuen Rubrik. Trash-Talk. Sendekarten Trash-Talk. Die Regenwurmernte. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Harmoniebedürfnis irgendwie in Einklang bringen kann, aber ich bin ja offen für Experimente. Du Arsch. Ja. Dann kannst du eigentlich mal in den nächsten scheiß Trenner einspielen. Das hätte ich jetzt gerne vor jedem Trainer. Ja, okay, ich übergebe dann immer den Lars und der gibt dann entsprechende Anschnauzungen. Super. Letztes Mal haben wir die Setzlinge übersprungen. Das heißt, ich habe sie ausgelassen, weil wir ja schon so lange weil wir mit der Zeit so weit fortgeschritten waren. Das wurde aber sehr bedauert, weil das ein sehr hübsches Angebot ist, was hier auch in unsere kleine kuschelige Community sehr gut hineingehört. Es geht nämlich um Philips Podcast Pastete. Erst habe ich gar nicht ganz verstanden, worum es geht. Ich dachte, es ist ein weiterer Podcast zum Kochen. Aber man kann ja Pastete auch zu allem und aus allem machen, aber es geht um was anderes. Es geht um Podcast-Ideen. Ich lese mal vor aus dem Klappentext sozusagen. Da schreibt der Philipp: Wir verköstigen gemeinsam neue Podcast-Ideen mit interessanten Gästen. Egal ob rumspinnen, ernst gemeinte Idee oder konkretes Projekt, wir packen sie auf den Tisch, probieren, beleuchten, belächeln, bequatschen, wobei das ist vielleicht doch eine Aufzählung zu viel. Ein garantiert kalorienneutraler Ohrenschmaus, alle 14 Tage frisch in deinem Podcatcher. Das ist Philips Podcast-Pastete. http://podcastpastete.de. Und er macht es
uns total einfach, weil er selber einen Trailer gebaut hat von einer Minute oder so, wo er sein Angebot selbst erklärt. Und das spiel doch jetzt endlich mal ab, verdammt nochmal. Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. In diesem Podcast verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Ja, das ist ein interessantes Konzept. Mit interessanten Gästen. Nee, aber das ist interessant. Also nähern wir uns neuen Ideen. Das ist eine fantastisch gute Idee. Egal, ob rumspinnen. Ich find's sackstark. Ernst gemeinte Idee. Ich glaube sogar, dass dahinter eine gute Geschichte entstehen kann. Oder konkretes Projekt. Ja, doch, die würde ich abonnieren. Wir packen sie auf den Tisch. Probieren, beleuchten, belächeln, bequatschen. Wobei, das ist vielleicht doch eine Aufzählung zu viel. Okay, also ich hab mir vor ewigen Zeiten schon mal überlegt, man müsste mal einen Podcast machen. Ein garantiert kalorienneutraler Ohrenschmaus. Ab dem 1. Februar 2021 in deinem Podcatcher. Fall anhören. Ich finde die Idee großartig. Ich würde es sofort machen, wenn ich die Zeit hätte. Huch, was ist denn beim Schäfchen? Oh je. So, es stottert. Das Schäfchen stottert. Ja, das ist also die Podcast-Pastete. Ich habe noch gar nicht reingehört, außer den Trailer. Hat einer von euch da schon mal richtig live reingehört? Ja. Also ich habe bisher, ich glaube, alle Folgen, die es gibt, gehört. Moment, ich gucke gerade mal nach. Nicht, dass ich eine übersehen habe. Ja, nee, ich find's gut, sehr lustig und oh. Also es gibt ein paar gute Podcast-Ideen dann in dem bisschen wenig Frauenstimmen, aber sonst alles wieder gut. Nur die Jungs. Ja, aber ich glaube, es ist Philipp wohl auch schon aufgefallen und ich hoffe natürlich, dass er so im Nachgang dann nochmal ein paar Damen einlädt oder andere Menschen. Genau, ja, ich habe alle Folgen gehört. Sehe ich grad. Damen oder andere Menschen, das ist auch sehr schön gesagt. Ja. Ja, also ich glaube auch, also Philipp ist ja immer für einen Lacher gut. Allein die Stimmen, die ich da gerade in dem Trailer gehört habe, die sind ja durchaus bekannt auch dafür, dass sie pointiert, aber auch humorvoll berichten und erzählen können. Sehr schön. Mhm. Habe ich das heute richtig gelesen, dass du über einen Podcast vom Johannes ohne Kuh auf Twitter geschrieben hast? Irgendwas nach oben hinaus oder so? Luft nach oben. Großartig. Luft nach oben. Erzähl doch mal, was das ist. Ich habe das zum ersten Mal davon gesehen und wusste gar nicht, was es ist. Aber du schreibst auch, du hast alle Folgen gehört. Ich habe. Dann kannst also du das mal als Ohrenzeugin hier auftreten. Genau, nee, also ich habe die ersten zwei Folgen, ist schon länger her und dann habe ich immer, ich weiß nicht, vielleicht weil das Vorschaubild so ein bisschen, nicht sehr bunt ist. Also es fällt nicht so auf, wenn es da so hoch, also eine neue Folge gibt und ich habe das irgendwie immer übersehen, dass neue Folgen da sind und deswegen habe ich jetzt gestern und heute alle 8 Folgen, die ich noch nicht gehört hatte, hintereinander weggehört und ich habe ja mindestens gekichert, wenn nicht sogar Tränen gelacht, weil das einfach sehr, sehr lustig ist. Also Stefan Baumann und Johannes Wolf spielen halt kurze Spiele miteinander und ja, sind dabei halt sehr, sehr lustig. Es ist zwar wieder ein alte weiße Männer-Podcast, aber es ist einfach großartig. Sehr, 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 sehr lustig. Anhören, bitte. Ja, ich gucke hier gerade eben in der Suchmaschine und da finde ich tatsächlich ein Angebot unter Spotify, aber keine eigene Webseite oder so. Es ist bei Lano Inc., glaube ich, mit gelistet. Ah, in dem großen Imperium. Ja, dann muss man genau, da mal gucken. Ja, Lano Inc. Und ich weiß auch nicht. Also es ist halt, es gibt viele Running Gags, was ich ja immer mag. Und deswegen sage ich jetzt mal, Grüße gehen raus und muss schon wieder kichern. Ja.
Und was spielen die da für Spiele? So Brettspiele? Oder, meistens, gar keine Brettspiele, so kurze, also meistens so Kennenlernspiele, die fragen sich dann Fragen gegenseitig oder irgendwie müssen Aussagen treffen, was würdest du lieber tun, lieber, oder was hättest du lieber eine Monobraue oder ein Bad mit Murmeln oder so, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche, aber es ist halt einfach sehr, 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 sehr lustig. Aha. Ja. Ich verstehe kein Wort. Okay, ja, ja. Das macht schon wieder neugierig. Ja, er hat das gut versteckt irgendwie. Also auf Lano Inc. finde ich es gerade auch nicht. Ich muss auch sagen, ich habe das auch nur so aus Versehen bei Twitter mal gesehen, dass er das mal verlinkt hat. Und schade eigentlich, weil das wirklich sehr lustig ist. Ich kann es nur wieder wiederholen. Okay, wir suchen das mal. Nun wird das dann in den Shownotes platzieren. Oder jemand hat es schon gefunden. Vermutlich hat es schon jemand gefunden. Ich kenne euch doch. Na gut. Also dann nehmen wir das noch mit auf hier. Wie ist das? Luft nach oben, ne? Luft nach oben. Luft nach wie auch oben. Sascha im Chat schreibt, das Intro ist eigentlich und das Outro ist eigentlich am allerbesten. Also das ist jetzt natürlich kein wie schrieb vorhin jemand mit dem Audio, das Audio war gut. Das war doch so schön, der Spruch. Den wollte ich mir doch auch gemerkt haben. Wie hieß das denn noch? Moment. Du hast mal wieder Aussetzer, aber dafür ist das Audio gut. Das ist auch ein super Spruch hier. Also als wir über Audioformat und Vernetzung und so weiter gesprochen haben, du hast mal wieder Aussetzer, aber das Audio ist gut. Herrlich. Ja, danke schön. Dann haben wir den Luft nach oben Podcast auch gleich mit hier vorgestellt. Super. Als Setzling. Ich denke, der ist auch noch nicht so alt, oder? Ist er schon älter? Ich gucke. Oh, ich sehe gerade, es ist heute eine neue Folge. Gestern. Die habe ich gar nicht. Am 20. Januar kam die erste Folge raus. Die 2019 sogar schon. Das ist ja spannend. 20. Januar 2019. Und dann okay, am 27. Januar 2021 die nächste. Das ist ja, okay, es ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das sind diese Setzlinge, die so ganz lange, ganz langsam wachsen. So, so aus der harten Schale kommen die so ganz langsam raus. Okay. Ja, es kam gestern Folge 11 raus und ich frage mich, warum ich die noch nicht gehört habe. Da spielt irgendwas. War das das Intro, das Gute? Nee. Okay. Dann lassen wir das jetzt weg, machen wir einfach Hörende neugierig darauf. Also Luft nach oben, irgendwo bei lanoinc.de oder wir gucken nochmal in den Shownotes nach den richtigen Webseite, Webadresse, so heißt das. Genau. Die ist natürlich schon im Chat. lnopodigy.io/feed/mp3. Ja, also wenn man lnopodigy.io eingibt, wird man umgeleitet auf lanoinc.de. Eine richtige Webseite dazu habe ich jetzt nicht gefunden. Und der Sascha, der hat noch eine Episodenliste bei FIT mit dazu gepackt. Habe ich mit in die Shownotes geschrieben. Und es war offenbar, so schreibt Sascha schon mal, Setzling im Februar. Ist nicht wahr. So gut sind wir, dass wir das vor 4 Ausgaben schon gemacht haben. Aber wir sind ja besser als, also wirklich toll. Aber wir sind diese konsistent. Auch da haben wir keine Webseite gefunden, sondern nur ein Fütling geschrieben. Wir bleiben uns treu. Ich liebe es. Super. Na, diesmal packen wir zumindest eine Feed-URL dazu. Yippie. Ja, es wird immer besser. Super. Und dann beim nächsten Mal haben wir dann vielleicht auch noch ein Foto. Und dann irgendwann kommt jetzt dann der Johannes nochmal persönlich und erklärt uns, was das eigentlich sein soll. Super. Genau. Und jetzt würde mich interessieren, ob 2019 da auch schon was drüber, als die erste Folge rauskam. Sascha, such doch mal. Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so aufmerksam gewesen sind.
Wir haben ein Wolf liest Märchen, darüber haben wir mal gesprochen, weil das ja so witzig ist. Das ist auch aber, gut. Also na, nicht jede Folge, wenn aber. Wenn der Johannes auch so sprudelt, da kommen wir ja gar nicht hinterher. Ja. Jedes Jahr ein neues Format, meine Güte. Wer soll das nachhalten? Gut, nee, haben wir das auch. Wir kommen in die Zielgerade. Wir kommen zu den... Ach nee, Lars, du musst jetzt den Trainer anschimpfen. Ja, auch raus den Scheiß. Du sei doch mal spontan. Ich will nur hier sitzen. Sei doch mal ein bisschen gemütlich. So, egal. Ja. Aber das war schon sehr spontan. Ich bin sehr begeistert, dass das so geht. Schimpfen auf Kommando. Sehr gut. Das habe ich auf dem Soundboard. Ach so. Ach so. Ja, hau raus, den Scheiß passt doch immer. Das stimmt. So, Blütenschätze, das sind die Sachen, die uns irgendwie untergekommen sind in der letzten Zeit, die wir einfach für erzählenswert halten. Das ist natürlich in der Regel irgendetwas aus dem Podcastland, was zum Hören, aber muss nicht sein. Wir haben das irgendwann mal beschlossen, kann auch ein Buch sein, kann ein Erlebnis sein, kann ein Film sein, was auch immer, was man irgendwie wahrgenommen hat, von dem man einfach gerne erzählt. Und in meiner Planungsliste hier stand eigentlich nichts, bis ich heute Mittag so gedacht habe, ach doch, mir ist von neulich was untergekommen, von dem würde ich gerne erzählen, weil ich es irgendwie charmant finde, bin aber hier gerade der Einzige. Jetzt muss ich mal gerade so in die Runde fragen, wollt ihr alle mutig sein oder habt ihr es nur nicht eingetragen? Lars, wie ist es bei dir? Ich grübele noch. Oh, also, okay, dann lassen wir dich grübeln. Vera? Also ich wollte eigentlich als Blütenschatz Luft nach oben nennen, aber ich kann auch noch. Nein. Entweder bist du jetzt sehr geschickt oder ist ein großer Zufall passiert. Es war wirklich so, aber ich kann auch noch was anderes sagen. Das, ja. Gut, das ist genau. Der Was-Andere-Podcast. Von wem wird der gemacht? Genau, ja. Nee, also soll ich anfangen jetzt? Ja, okay. Ich höre seit hier das Thema, das nicht genannt werden darf, habe ich Bettina Rust für mich entdeckt. Also die Hörbar Rust und jetzt neuerdings Toast Hawaii. Und das sind einfach auch, die kann halt auch sehr gut Interviews führen und ist sehr lustig. Und ja, da saß ich auch letztens fast heulend vor Lachen in der Bahn und es passiert mir immer in der Bahn. Ja, und habe mich sehr gefreut. Die Folge Toast Hawaii mit Ina Müller. Großartig. Sehr, sehr lustig. Ja, das nenne ich jetzt. Wie heißt das? Also Bettina Rust ist eine Moderatorin oder so? Ist eine Radiomoderatorin, genau. Und die hat halt, macht seit 20 Jahren die Hörbar bei Radio, oh Gott, ich weiß gerade nicht, welches Radio es ist. Hörbar. Habe ich das richtig verstanden? Also du, genau. Ach so, die, wie die Bar, wo man was trinkt, nur mit Hör vorne. Genau, dran. Mit Hör. Okay. Und das ist halt, also die Folgen sind immer live sonntags im Radio, bei Radio 1, schreibt Inga gerade, genau, Berlin, und können halt ein Jahr lang als Podcast noch gehört werden, weil öffentlich-rechtlich und bla. Genau. Und das höre ich jetzt halt tatsächlich seit irgendwann, habe ich die mal irgendwie, weiß ich nicht, Anfang vom großen C, da habe ich angefangen es zu hören. Und jetzt hat die halt einen reinen Podcast Toast Hawaii, wo sie übers Essen redet mit verschiedenen GästInnen. Und es ist sehr lustig auch ab und zu. Und wie gesagt, sie kann sehr gut Interviews führen und das macht Spaß zuzuhören. Mhm. Das ist immer zwar gut. Jetzt, genau, also es ist ein gesponserter Podcast leider, aber die verpackt halt die Werbung, die sie da macht, halt in Geschichten einfach um dieses Produkt und es ist halt nicht so irgendwie nervig, sondern einfach sie erzählt schöne Anekdoten zu dieser Firma,
die halt da das unterstützt und es ist halt nicht irgendwie aufdringlich oder nervig oder genau, also ich mag das gerne hören. Ist das jetzt hier im Chat nur ein Wortspiel oder stimmt das, dass Dr. Oetker dahinter steht? Es ist Dr. Oetker, genau. Und es ist aber, wie gesagt, sie verpackt die Werbung halt so schön in Anekdoten, so früher, als ich mit meiner Oma Kuchen gebacken habe und die Backmischung dann irgendwie sowas. Also so. Oma ja. Und Backmischung. Also, das gibt's doch gar nicht. Oder so. Die Oma hätte dir was gehustet für Backmischung. Genau. Ja. Nee, also wie gesagt, die Toast-Hawaii-Folge mit Ina Müller, da wirklich lag fast lachend auf dem Boden der S-Bahn. Also fast, wie auch immer. Das ist unhygienisch. Aber es ist halt einfach, ich musste mich wirklich sehr zusammenreißen und war wieder mal froh, eine Maske zu tragen, dass man nicht gesehen hat. Schön. Ja. Ach, das ist doch toll. Das ist doch total schön, wenn man einfach was hört und wird dann so mitgerissen und dann ist ja auch ein bisschen Werbung. Es ist halt ein Teil des Deals und ist okay, dann kriegen die halt die Aufmerksamkeit. Aber es geht ja nicht darum, irgendeine Werbung zu hören, sondern einfach den Inhalt. Ja, schön. Und die Werbung ist halt echt nicht aufdringlich oder ja, das ist halt, wo man mitleben muss, wenn man das dann hört. Kann man wahrscheinlich auch, genau wie du sagst. Ne? Ich muss erstmal gucken, wer ist denn Bettina Rust? Wie kommt der Name irgendwie so bekannt vor? Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wer das sein soll. Journalistin steht hier. Genau, also Moment. Ich muss auch sagen, die Stimme kam mir so direkt bekannt vor. Und natürlich kannte ich die irgendwie, aber ich wüsste jetzt auch nicht, woher. Ist ja fast mein Alter. Meine Güte. Ah, Moment, das war gar nicht Toast Hawaii mit Ina Müller, das war die Hörbar. Oh, habe ich mich vertan. Ja, stimmt, da war was. Was, wie, wo? Ich habe mich vertan, es war gar nicht eine Folge Toast Hawaii mit Ina Müller, sondern die Hörbar Rust mit Ina Müller, die ich da gehört hatte. Ich habe mich vertan. Aha, also ich streiche Toast Hawaii aus meiner Liste und unsere Hörbar. Nee, Toast Hawaii ist auch toll, Toast Hawaii ist auch toll, aber Hörbar... Ina Müller und Toast Hawaii. Nicht aber ohne. Also, ja. Also. Möchtest du die Kirsche auf meinem Toast Hawaii sein? Mhm. Okay, das kriegen wir auch noch raus, was du jetzt genau gemeint hast. Ansonsten genau, jetzt verschwimmt alles, weil ich dies alles so hintereinander immer höre. Ist es einfach verschwommen in eins. Das kann ich verstehen. Bei mir verschwimmt auch einiges immer so. Mhm. Einfach alles hören, genau. Jawohl, genau. Genau. Super. Ja, dein alter Ego sagt einfach alles hören. Deine Schattenredaktion sozusagen. Okay, dann haben wir da ein Radio 1 Produkt, was dir großen Spaß gemacht hat. Super. Sebastian, was hast du denn mitgebracht? Mut? Mut würde ich sagen, ja. Mir fällt würdest jetzt du sagen, musst du dich noch prüfen. Ja, ich überlege schon stark, ob mir noch irgendwas einfällt auf den letzten Metern, aber irgendwie gerade nicht. Nee. Ja, muss ja auch nicht sein. Lars, bist du noch am Denken? Jein. Ich sag einfach mal, dass mein Blütenschatz ein Buch ist. Und zwar, das Buch heißt Endstation Brexit. Und wurde verfasst von Ralf Grabusnik, der kürzlich bei uns hier im Sendegarten zu Gast war. Grabusnik, Ralf, Endstation Brexit, beschreibt, ist ein Querschnitt über die Geschichte Großbritanniens. Und das ist sehr witzig geschrieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Buch. Es fällt mir jetzt gerade als Blütenschatz spontan ein. Ich glaube, ich habe es vorgestern beendet oder so. Sehr schön. Ja, prima. Endstation Brexit. Das klingt, so final, als wenn das Land dann zu Ende wäre an der Stelle. Also, zumindest das Buch an der Stelle zu Ende. Also es geht halt um englische Geschichte, die fängt ziemlich früh an und es ist teilweise ziemlich pointiert geschrieben
Und ich habe ja schon mehr oftmals gesagt hier bei Blütenschätzen, da waren ja oft auch Geschichtspodcasts mit dabei, dass mir die das Thema Geschichte näher gebracht haben, als es jemals irgendwie die Schule vermochte. Dieses Buch ist jetzt auch eine Form von ja Geschichtsvermittlung, die mir also sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ralf hatte ja sein Crowdfunding-Projekt vorgestellt, das Diktatorenbuch. Das hatte ich gelesen und danach hatte ich mir das Endstation-Brexit-Buch direkt nachbestellt. Ja, wie gesagt, damit bin ich jetzt auch durch und das hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Schön, schön, sehr schön. Danke dafür. So, und ich habe auch was nicht Podcast-Technisches mitgebracht, sondern einen YouTube-Kanal habe ich gefunden, da bin ich drauf gestoßen. Ich hatte doch vor ein Jahr oder noch länger mal erzählt, dass ich über einen amerikanischen YouTube-Kanal von Andrew Camerata gestolpert bin, ein junger Mann, der da so einen Landschaftsveränderungsbetrieb, also man würde es hier vielleicht Landschaftsgärtner nennen, er nennt es Property Maintenance und macht da irgendwelche Baumfellarbeiten, buddelt Löcher, wo Leute meinen, wo ein Loch gemacht werden muss und so weiter. Und dabei lauter altes Gerät benutzt, was auch am laufenden Band kaputt geht und dann repariert werden muss. Und er filmt sich halt dabei, wie er diese ganzen Sachen so zusammenflickt wieder. Fand ich damals sehr unterhaltsam. Als ich mal krank in der Ecke lag, war das ein ganz großartiger Zeitvertreib. Und ich bin jetzt über etwas gestolpert, was noch recht jung ist. Zwei Brüder aus Thüringen machen sowas ganz Ähnliches. Und zwar ist das die Bartfarm. Der Kanal heißt Bartfarm, also wirklich wie die Haare am Kinn, B-A-R-T und dann Farm, das ist eben ihr kleiner Hof. Ich habe keine Ahnung, ob das Nebenerwerbslandwirte sind oder so, das wird auch nicht näher erklärt bisher. Also das sind zwei Brüder, die haben da anscheinend vom Vater einen Baumbestand übernommen, also sie haben, wir verarbeiten Holz, sie haben eine Wiese, die gemäht werden muss und irgendwie ein Pferd oder wo sie Zäune setzen müssen, keine Ahnung. Und sie benutzen dafür auch Gerätschaften, die teilweise 40 Jahre alt und älter sind und wurschteln da halt rum. Und fast jedes Mal, wenn sie ein Projekt angehen, fällt ihnen erstmal das Werkzeug auseinander und sie müssen dann erstmal reparieren. Und das haben sie mit einem solchen Humor dargestellt, dass ich wirklich ganz begeistert bin von diesem winzig kleinen Kanal. Die schrieben jetzt irgendwie, dass sie wohl gerne mehr Stories machen würden, aber weil sie noch so wenige Zuschauer haben, irgendwie unter dieser magischen Grenze stehen ihnen gar nicht alle Funktionen zur Verfügung, die da YouTube normalerweise bietet. Aber ich habe jetzt in wenigen Tagen die 40 vorhandenen Folgen, das sind immer so Viertelstunde bis halbe Stunde lang, habe ich glaube ich alle weggeschlabbert und warte jetzt sehnsüchtig auf Nachschub. Da bin ich im Moment ganz gefangen. Ich lese mal gerade noch aus der Kanalinfo vor. Hi heißt es da. Wir sind zwei Brüder, die ständig versuchen, ihre Gerätschaften am Laufen zu halten. Eigentlich produzieren wir Heu für unsere Pferde und Schafe sowie Brennholz für die Heizung. Dazu benötigt man jedoch einen Haufen Maschinen, die immer mal kaputt gehen. Mit Hilfe unserer gut ausgestatteten Werkstatt und einer ausreichenden Anzahl an defekten Geräten haben wir wochenendfüllende Aufgaben vor uns. Viel Spaß. Dieses wochenendfüllend, das deutet an, dass das nicht ihr Haupterwerb ist. Ich wüsste auch nicht, wovon die dann tatsächlich leben wollen, aber wird alles nicht aufgeklärt. Man sieht sie einfach nur bauen oder mit Gerätschaften umgehen, die unsachgemäß benutzt werden. Das heute war irgendwie, ist ein Makita Winkelschleifer kaputt gegangen. Und dann haben sie einen neuen gekauft und das hat ihnen ganz viel Schelte in den Kommentaren gebracht, weil Makita ist keine gute Marke, wurde da behauptet. Ich weiß es natürlich besser. Aus gut unterrichteten Kreisen hier. Aber ich mag das. Ich mag die beiden und mag denen zugucken. Das war großartig. Ich weiß jetzt auch, wie eine Rüttelplatte funktioniert. Weil die war nämlich auch sofort kaputt gegangen, nachdem sie sie benutzt haben. Und mussten sie zerlegen. Ich habe es mal direkt abonniert.
kleiner Junge steht am Bauzaun und guckt in die Baugrube. So komme ich mir wieder vor, wie als wäre ich 8 Jahre alt, irgendwie großartig. Ja, das ist mein Blütenschatz. So, achso, man muss übrigens, die haben so eine, leider alles auf ein Musikbett gelegt. Ich meine, ich komme mit dieser Musik, das ist so Honky-Tonk-Western-Musik, das kann ich ganz gut ertragen. Aber es ist wahrscheinlich nicht für jede Frau und jeder Mann was. Von daher sage ich das mal gleich dazu. Dann ist es nichts für mich zum Einschlafen. Manchmal gucke ich Videos, und da muss keine Musik laufen. Da darf keine Musik laufen. Nee, das glaube ich, zum Einschlafen ist es glaube ich nichts. Aber wer weiß. Keine Ahnung. Also ich finde die trockenen Kommentare von ihm so schön. Also, oder von einem der beiden. Ich glaube, dass einer von den beiden Brüdern ist da die treibende Kraft und der andere fängt jetzt so langsam an, auch mit der Kamera warm zu werden und macht auch mal was Eigenes so. Herrlich. Also macht Freude jedenfalls. Okay, genug gelobt. Das war mein Blütenschatz. Bartfarben. Okay, wir sind am Ende, wenn ich das richtig sehe. Stimmt ihr mir zu? Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall am Ende. Ja. Dann gehen wir doch aus diesem lauschigen Abend heraus. Freuen uns sehr, dass wir die erste Folge mit Vera als Sendegärtnerin hier machen durften. Danke für deine Bereitschaft und danke für dein Zutrauen in diesen Kreis von ja heute nur Jungs, die dir hoffentlich nicht zu böse gekommen sind. Danke, dass ihr mich nett aufgenommen habt. Das ist sehr gern geschehen. Und ich freue mich, wenn wir irgendwann mal in Vollbesetzung sind, dass dann auch Claudia noch dabei ist. Und dann haben wir wahrscheinlich ganz viele wunderbare verschiedene Meinungen und Themen und können uns ganz viel gegenseitig erzählen. So wie ich heute was über Disruption gelernt habe, was ich so noch nie gar nicht gesehen hatte. Dafür bin ich ganz besonders dankbar den beiden Herren, nämlich dem Sebastian. Dankeschön, Sebastian. Ja, immer wieder gerne. Und dem Lars auch. Danke, Lars. Na klar. Super. Und mit dem Dank an die Sendegärtner. Habe ich mich bei Vera bedankt? Oder habe ich nur gesagt, schön, dass du da warst? Nee, danke, dass du da warst. Doch, habe ich gesagt. Ja, gerne doch. Können wir mal eben zurückspulen? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Danken möchte ich auch denjenigen, die das hier jetzt gerade live mitverfolgt haben. Insbesondere dem Andi, der hier so tolle Fragen reingereicht hat und dem Sascha, der so schöne Links auch wieder gefunden hat. Aber seid ja nicht alleine, sondern es sind ja irgendwie, weiß man nicht, 8 Leute oder so. Danke für eure Begleitung hier und allen anderen Live-Hörenden auch, die vielleicht jetzt hier nicht im Chat aufgetaucht sind. Aber natürlich vor allen Dingen Dank denjenigen, die diesen Podcast so nutzen, wie Mutter Natur ihn erfunden hat, nämlich als begleitendes Medium, was ihr zeitsouverän und auch themensouverän anhören könnt. Bei allem, was ihr sonst so macht, spülen, Rasenmähen, Radfahren. Aber nur mit einem Ohr, sonst wird es zu gefährlich im Straßenverkehr. Sonst muss der Onkel Martin schimpfen. Bringt euch da nicht in Gefahr. Aber ansonsten danke, dass ihr uns eure Ohren bzw. ein Ohr spendet. So, und dann sehen wir zu, dass wir in 14 Tagen wieder da sind. Lars dann vielleicht schon aus neuem Gemäuer, wer weiß. Die Chancen stehen tatsächlich, die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass ich nächstes Mal, zumindest beim nächsten Mal schon von dort sende, ja. Oh, ich muss mich korrigieren, Gemäuer ist ja falsch, Gehölz muss man ja dann sagen. Ja, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, ich muss auch an der Akustik arbeiten, weil ich natürlich im Moment quasi kein Mobiliar da habe, aber ich überlege, meine kleine Schallschutzwand mitzunehmen. Im Moment ist das, was mein künftiges Arbeitszimmer sein wird, sehr, sehr hallig. Da muss ich vor der Sendung noch dran arbeiten. Och, dann sagen wir einfach, du fährst in Husum und dann kannst du einfach da hallig. Oh. Okay. Ich ja, ich teste heute mein neues Hallgerät. Mal gucken. Es klingt wie aus einem Holzhaus.
Alles klar. So, mit diesen ganz, ganz schlechten Witzen, bevor es noch schlimmer wird, verabschieden wir uns jetzt hier und ich sage einfach nochmal Dankeschön in die Runde und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kommt gut in die Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.